Gar nichts hier. Ich höre nichts. Aber wir sind drauf. Hallo und herzlich willkommen. Schön. Ernsthaft? Leute, das klappt heute wieder perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Warcraft. Es ist wieder soweit, Donnerstagabend, vor verflixte Klicks. Man will, bevor man sich mal Klicks gönnt, einfach nochmal schön ein bisschen knallharte Action, ein bisschen Micro-Style. Und das bin ich hier, um euch zu bieten. 2,5 Stunden werden wir heute spielen und es wird einiges passieren. Ich werde nicht rumheulen, es gibt kein dummes Rumgeausrede. Es gibt knallharte Action-Training-Verbesserungen. Ich werde am Ende dieses Abends, am Ende dieses Segments ein neuer Mensch sein, ein neuer Spieler sein. Ich werde geschmiedet sein, ich werde abgehärtet sein, ich werde kompetent sein, flink wie ein Wiesel und hart wie ein Basketballkorb. Und das schaffe ich aber nicht alleine, sondern heute natürlich wieder bei uns vielleicht Jannis. Er macht sich rar, er ist ein Mensch von Welt, er muss nebenbei Profispiele casten, aber ich glaube, er kommt gleich. Zur Not werden wir noch ein Probespiel alleine spielen. Ihr wisst, ich bin immer ein bisschen aufgeregt vor Jannis. Ich trainiere ja nicht Warcraft, um euch zu gefallen oder mir selber zu gefallen oder meinen 16-jährigen Freunden zu gefallen, die immer noch Warcraft 3 spielen, sondern um Jannis zu gefallen. Ich möchte einmal am Ende eines Spieles ein Lächeln auf dem Gesicht dieses Großmeisters der Taktik sehen. So, ich rufe ihn mal ganz kurz an. Der castet gerade noch. Und ihr kennt das ja, wenn man Profispiele castet. Mein Gott, dann wallt er sich noch mal ein. Dann baut er noch mal eine Echse. Dann zieht sich das ewig. Von daher kann es sein, dass wir das erste Spiel alleine bestreiten werden müssen. Ist okay. Wir gucken direkt mal rein. Der neue Patch ist seit einer Woche online. Und ich habe schon viele Erfahrungen gesammelt, nämlich dass Krebse wurden massiv gebufft, haben wir letzte Woche gesehen, die sind echt hart. Ich habe mittlerweile ein bisschen trainiert, selber die mechanischen Tiere einzusetzen. Das heißt, das werde ich euch jetzt auch präsentieren, was ich drauf habe. So, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ich dieses Spiel meisterhaft gewinnen werde, während Jannis nicht da ist. Und sobald Jannis da ist, werde ich wieder miserabel verlieren. Aber Vorteil für alle Hater da draußen. Ich habe heute nicht mehr die Ausrede, dass ich Mauslag habe, denn wir haben es geschafft, Raphael und ich haben es zusammen geschafft, Mauslag zu besiegen. Es ist nicht mehr möglich. Wir haben gute Mauskontrolle heute. Also, es geht los. Freunde, wir starten direkt ins erste Spiel rein. Wir haben natürlich auch wieder hier meine kleine Übersicht gefunden. Sieg, Internetprobleme, verloren. Und ihr kennt die alte Regel. Sie steht immer noch parat. Wenn ich 3 Spiele gewonnen habe, dann dürft ihr euch für das darauf folgende Spiel einen Helden wünschen, den ich spielen muss. Weil ich will auch mal ein bisschen andere Helden kennenlernen, ein bisschen auspacken. Ich kann ja so ein bisschen so ein paar Spezialstrategien irgendwie dann mit Naga portet man sich dann in den Zeppelin oder sowas. Das kann ich ja auch, ne? Also das liegt mir eigentlich eher. Ich bin ja eher so der Pub-Crusher, sag ich mal. Von daher freut mich das. Momentan auch gerade die International, großes Dota-Turnier. Ich weiß nicht, wer da gerade mit dabei ist, wer Bock hat. Mir fehlen so ein bisschen die Leute, um mich über Dota auszutauschen. Also falls ihr nichts zu tun habt, ruft mich an. Wir reden einfach über die Dota-Szene. Ich bin großer OG-Fan. Gestern 2:0 verloren gegen Liquid, aber Liquid haben letztes Jahr gewonnen. Also die sind nicht ganz so schlecht. Von daher alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Alles in Ordnung. Ansonsten, ich kenne die Theorie. Mittlerweile, Jannis hat mir alles erklärt, ich muss es jetzt nur noch umsetzen. Ich muss ruhig bleiben, nicht in Panik verfallen und dann ist auch alles in Ordnung. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Gegen Mensch baue ich einen Turm, gegen Ork baue ich einen Turm, gegen Nachtelfen baue ich eine Schmiede, gegen Undead baue ich eine Schmiede. Alles klar, alles hier oben drin, es ist kein Problem. Das Problem ist der Weg von hier oben in die Finger, das ist das Problem. Ich glaube, die Oberarme sind das Problem. Einfach die Muskelmasse, es lässt einfach nichts durch. Okay, es geht los, direkt gegen den ersten. Holy crap, was... Die Musik ist gerade wahnsinnig laut. Jetzt ist sie wieder leise. Ich glaube, nur im Ladescreen war sie laut. Also, wir spielen gegen Nachtelf. Das heißt, die Sache sollte klar sein. Ich baue eine Schmiede und Rifleman, denn die wurden auch gebufft ein bisschen. 10% schnellere Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich gut. Und Nachtelf baut in der Regel Huntresses wahrscheinlich. Vielleicht irgendwann auch mal... Dryaden auf jeden Fall, gegen das ist das alles gut. So, wie heißt der Gegenspieler? Wie heißt der Gegenspieler jetzt? Gallien. Okay.
Gut. Alles klar. Also, wir haben diese Map, die ist, glaube ich, nicht neu. Es gibt nämlich auch neue Maps. Und hier natürlich wieder... Was ist denn hier passiert? Ich liebe den Scouthof. Und solange ich noch sturmfrei habe, solange Jannis mir das noch nicht verbietet, dann hole ich mir den auch. Ich mag es einfach. Einfach ein bisschen zu wissen, was los ist. Und das funktioniert. So, Creep-Route. Oh, wie war nochmal die Creep-Route? Eieiei, verdammt nochmal. Wie war nochmal die Creep-Route hier? Wir hatten ja auf jeden Fall gebraucht. Wir brauchen Orange, Orange, Grün für Level 3. Und wir wollen Level 3, so schnell es geht. Ich glaube, ich mache erst den hier. Oder erst, ich glaube, ich mache tatsächlich erst den hier. Ja. Alles drin. Ist alles im Blut mittlerweile. Ist alles im Blut. Kriege ich hin. So, mein Scout macht sich auf den Weg. Ich will ihn euch einfach nur mal zeigen, als Beweis, dass ich scoute. Es passiert. Niemand sagt mir, dass ich nicht scoute. Hier seht ihr ihn. Hier könnt ihr ihn sehen. Da ist er. Macht sich auf den Weg. Gut. Also, jetzt... Oh nein! Ah Gott, ich bin so dumm. Ah Gott, ich bin so dumm. Jetzt habe ich viel zu viel Gold. Das ist immer das Problem. Ich habe zu viel Gold. Okay. Alles klar. Alles noch im Rahmen des Möglichen. Alles noch gut. Der ist noch gut. Der ist noch gut. Okay. Das funktioniert alles. Wir gucken mal bei ihm rein, was er, worauf er so Bock hat. Er ist nicht da. Moment. Hä, raff ich's gerade? Raff ich's gerade nicht oder ist er wirklich nicht da einfach? Hä, bin ich komplett bescheuert? Ich habe meinen Hof vergessen. Gut, dass Jannis nicht zuschaut. What? Was geschieht hier? Hier sollte doch der Gegner sein eigentlich. Oder ist er da unten? Da war der Sieg. Da haben wir es dann doch hinbekommen. Manchmal, ich habe auch die unkonventionellen Strategien drauf. Ja, das ist mir extrem wichtig. Was ist hier geschehen? Können wir nicht einfach mal ein normales Spiel haben? Ein einziges normales Spiel, wo nicht irgendwas super randomhaftes passiert. Das ist wie wenn du Schach spielen willst und jedes Mal bricht ein Vulkan aus. Immer Rochade, Eröffnung, Springer raus, Vulkan, okay. Jedes einzelne Mal. Warte, Sekunde, das muss ich mir jetzt angucken. War das irgendeine spezielle Taktik, die nicht funktioniert hat? Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, die gesamte Warcraft-Ladder existiert nur, um mich zu verarschen. Einfach die, entweder die, die haten. Was ist hier geschehen? Ach, der haut ab, oder was? Der haut ab mit seinem Baum. Ah, sehr schön. Wenn sie dir schreibt, dass ihre Eltern nicht zu Hause sind. Gotta go! Guck mal, wie langsam die, auch mal wie höflich die Wisps sind, dass sie nicht vorausfliegen. Sekunde, was ist der Plan an der Nummer? Der dackelt jetzt hier einmal über die halbe Map und dann? Okay, hier haben wir einen zweiten Baum des Lebens. Der wird zerstört. Geil. Okay, auf jeden Fall eine gute Taktik. Freut mich. Ich glaube, Neo ist mittlerweile da. Streame noch, schreibt er. Okay, alles klar. Dann sage ich jetzt mal, naja, komm, Freunde, war das ein Sieg? Ich sag mal so ein halber. Oder? Ein halber. Das war ein halber Sieg. Das war merkwürdig. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Die machen ständig irgendwelche merkwürdigen Taktiken. Gut. Aber natürlich auch wieder, man muss kritisch sein. Wieder einige Fehler von mir. Hof nicht früh genug gebaut. Ich habe mich verwirren lassen. Aber gut, dass ich gescoutet habe. Hätte ich nicht gescoutet, hätte ich nicht gewusst, dass er schon komplett verloren hat. Interessant. Aber ich glaube, die Creep-Route ist okay, oder? Ich glaube, Problem ist halt, das zwei Orange im Süden und ein Grün im Westen, macht man dann Orange, Grün, Orange oder Orange, Orange, Grün. Weil du kannst ja, wenn du die Milizen einmal geholt hast, dann halten die ja nicht so lange. Das heißt, du müsstest die zurückschicken und sofort nochmal runterschicken. Die Frage ist, was in der Zeit dann die anderen machen, ob man da nicht Zeit verliert. Ob es nicht besser ist, erst Orange zu machen
Dann grün. Okay, wir spielen Nachtelf. Happy Leptic. Happy Leptic auf der neuen Map. Auf der sogenannten Krebs-Map. Für die Neo höchstpersönlich verantwortlich ist. Neo hat diese Map gemacht. Das heißt, falls ihr Probleme habt mit dieser Map, schreibt es direkt an ihn. So. Neue Maps natürlich, man weiß es nicht. Das Remo-Lexikon ist noch nicht auf dem Markt. Man weiß noch nicht genau, was die richtigen Creep-Routen sind. Deswegen müssen wir da uns so ein bisschen selber rantasten. Ist aber okay. Ich würde sagen, den Orangen oder den Orangen, das ist ein Söldnerlager. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Söldnerlager und gucken uns das mal an. Und den Scouthof. Ah, hier muss man aufpassen. Ich habe das Gefühl, seit dem neuen Patch sind die Creeps wahnsinnig aggressiv. Aber die sind hier ausgeklammert, ne? Die sind hier drin und hier draußen sieht man die gar nicht. Okay. Dann baue ich den hier hin. Okay, das sollte funktionieren. Und dann scouten wir mal wieder die entweder existente oder nicht existente Base unseres Gegners. Das ist ja immer so ein bisschen Glückssache. Und ich würde sagen, wir holen uns das Söldnerlager direkt. Söldner sind immer gut. Und ich bin sehr gespannt, ob wir diesmal überhaupt ein Spiel kommen oder ob wieder der Vulkan ausbricht. Der alte Schachfluch. Gab es nicht da so ein Go-Spieler, der ein Spiel gespielt hat und dann ist eine Atombombe eingeschlagen. Ups, passiert. Und dann ist er irgendwo anders hingefahren und dann ist da nochmal eine Atombombe eingeschlagen. Nee, kann sein. Habe ich geträumt oder es war eine Folge Daffy Duck. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, ich glaube, es war was anderes. Ich glaube, es gab ein berühmtes Go-Spiel, das abgebrochen werden musste wegen Atombombe. Hier ist auch ein... Hier scheint die Sonne... Warte. Shit. Los geht's! Und Hof nicht vergessen. Hof nicht vergessen. Okay. Ah, Spinnen. Spinnen sind okay. Spinnen sind völlig in Ordnung. Okay, Spinnen sind okay. Ich habe kein Problem mit Spinnen. So, wir haben ihn. Okay, er baut eine Base. Yes! Er baut Urturm des Krieges und einen Shop. Okay, alles im Rahmen des Erwartbaren. Soweit, so gut. Klappt das denn immer mit dem scheiß Hof nicht, ey? Was? Wo werden wir angegriffen? Von dem Schaf? Ey, ich traue wirklich diesen scheiß Tieren nicht mehr. Oh, da ist was, da war was. Da ist er doch wieder, da ist er wieder, Digga. Was will er denn? Ach, war das jetzt dieses Anwurzeln oder was? Naja, okay. Okay, also er will Stress, er will direkt ins Gesicht, okay. Ey, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe damit doch gar kein Problem. Freunde. Was ist es diesmal? Was braucht ihr? Und? Perfekt. Bereit zur Einsatzbereit. Okay, Achtung, pass auf. Jetzt ist es mega krass. Nee, wird nicht krass. Ich dachte, wir können den denyen. Und? Perfekt. Achtung, ich deny ihn. Ich deny ihn. Oh, nein. Man kann nämlich, wenn seine Einheit kurz davor ist zu sterben, kann man sie selbst angreifen. Sodass man sie selbst tötet, dann bekommt der Gegner dafür keine Erfahrungspunkte. Und das ist ja ganz gut. Okay, also der spielt diesen Keeper of the Grove. Und wir wollten natürlich die Schmiede bauen. So. Lass uns natürlich von diesem Geplänkel überhaupt nicht ablenken. Und machen heiter weiter. Bauen ein Shop. Und die Frage ist, was baut er dazu? Oft ist es ja so, dass man so einen einzelnen Helden baut, mit dem man dann so ein bisschen nervt, wenn man währenddessen dann irgendwas super krasses parallel macht. Also gerade dann zum Beispiel Undead, die dann irgendwie direkt tacken oder sowas. Deswegen, wir scouten. Die Antwort auf jede Frage lautet, scoute doch einfach. Wo sind meine Leute? Shit, das war wieder schlecht koordiniert.
Nee, wir bauen keine Footmen mehr. Wir brauchen keine Footmen. Wir warten auf Riflemen. Ich baue ja gerade die Schmiede. Okay, okay. Okay. Ach nee. Was braucht ihr? Was ist? Was ist es diesmal? Was? Das klappt nicht. Was ist? Wo ist er denn jetzt? Arbeit ist vollbracht. Macht schon. Okay, Schmiede. Jetzt werden Zwerge gebaut. Arbeit ist vollbracht. Okay, Scout ist unterwegs. Die müssen wieder zurück an die Arbeit natürlich. Sehr klar. Weiß nicht, was mit ihm abgeht. Oh, okay. Hier ist Stress. Alles klar. Er hat schon Hans. Und ich glaube, es sind Leute, die überall rumstehen. So. Also. Das ist aber kein Problem. Ich bin knapp vor Level 3, Mann. Wie knapp ist das denn? Ich brauche noch einen Creep Camp, dann habe ich es auch. Das mit meinem Scout hat gar nicht funktioniert. Oder ich glaube, der ist gestorben sogar. Okay, Burg ist fertig. Wir haben leider jetzt komplett die Häuser vergessen. Shit. Oh Mann, ich sehe schon im Chat. Der ist ja immer noch schlecht. Der wird nicht besser. Aber Jörg, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Im Hintergrund passiert wahnsinnig viel. Also, wenn man Supply blockt ist, kann man immer noch Upgrades machen. Upgrades der Charm nennt man die. Sogenannte Charm-Upgrades. Und wir holen uns noch ein Arcanes Sanctum. Will nämlich Breaker haben. Ah, guck mal. Da ist doch was. Da ist doch was. Den versuchen wir jetzt clever zu töten. Er versteckt sich hier, führt das hier in die Irre. Und jetzt aus dem Nichts! Kampf! Und er haut wahrscheinlich ab und ich kriege ihn getötet. Jetzt habe ich super viele Ressourcen. Ey, das hat alles überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau, weil ich mir einen Zwerg kaufen wollte. Verdammt, das hat alles nicht... Okay. Okay, Kampf. Versuchen schön zu fokussen. Was braucht ihr? Richtig. Was ist es diesmal? Ja, mein Lenzer. Fehler. Sag das Zauberwort. Habt ihr ein Ziel? Ja, mein Lenzer. Was braucht ihr? Und? Shit. Shit, der hat zu viel Stuff. Scheiße. Sag das Zauberwort. Und? Was braucht ihr? Was ist es diesmal? Ja, mein Lenzer. Ah, das ist nicht gut. Ah, es ist nicht gut. Ah, Mist. Das war überhaupt nicht gut. Das war super schlecht koordiniert. Fuck! Ja. Oh. Okay, anscheinend ist gerade mein Magier gestorben. Habe ich nicht gesehen. Wurzel ist anscheinend nicht zu unterschätzen. Ich bin so froh, dass Remo das nicht mit das Hannes. Ist der auch vom Feind, oder was? Super verräterisch. Okay, gut. Wir brauchen den neuen. Währenddessen versuchen wir schon ein bisschen zu creepen. Aber das hat jetzt echt nicht gut funktioniert. Lag das jetzt an den Mondbrunnenheilungen? Oder? Oh shit, oh shit, oh shit. Ich glaube, ich kann hier noch nicht gut kämpfen. Naja, einen kann ich vielleicht ganz gut. Einen kann ich vielleicht raus. Snipen, oder? Geht das? Was braucht ihr? Ich bin euer Schütze. Ja, mein Lenzer. Sag das Zauberwort. Befehle? Habt ihr ein Ziel? Gebt mir was zu tun. Was braucht ihr? Ich komme durch. Ah, ey, das mit diesem... Eis hier? Gebt mir was zu tun. Was braucht ihr? Und dann sicher, ich will mich im Einsatz sehen. Eis hier? Gebt mir was zu tun. Das ist schon heftig mit diesem Anwurzeln. Oh nein, das ist ein Wurzel. Das ist schon heftig. Level 4. Hallo. Ach komm! Ich hau noch ein Tier raus. Scheiße. Ah, das Video. Was ist das? Was ist das?
Was ist bei euch los? Weil der scheiß Magier gestorben ist. Oh Gott, bin ich dumm. Oh Gott, bin ich dumm einfach. Mann, das kriege ich auch nicht mit, dass da der Wegpunkt nicht klappt. Ach, scheiße. Oh Mann. Ey, aber ich habe eine riesige Armee jetzt. Ich habe einen Haufen Zwerge. Ach. Das, was in der ersten halben Stunde stattfindet, das ist so, das geht, das zählt nicht. Okay. Gut. Also, was macht der jetzt? Komm, wir haben einen Haufen von den Zwergmännern. Okay, wir bleiben unter 50 Supply. Und so, der ist unterwegs. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihn irgendwo gut kriegen. Aber mit ohne Zwerg ist das natürlich schwierig. Aber solange der nur Huntresses baut, ist es eigentlich okay. Weil da komme ich ganz gut an. Mit meinen... Warte mal. Oh, oh. Komm schon, Zwerg, wo ist der Zwerg? Nee. Fancy. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Macht schon. Kein Problem. Meine Hilfe? So, brauche ich jetzt... Warte. So, der Zwerg soll die Erfahrung bekommen. Scout mal hier. Was braucht ihr? Ich rieche Magie in der Luft. Und? Gebt mir was zu tun. Also los. Ey, Freunde, hier ist überhaupt gar nichts verloren. Wartet, bis ihr mich im Einsatz... Ey, wer in Chat schreibt, Freunde, das Spiel ist verloren, der hat keine Ahnung. Es ist mehr Gold erforderlich. Er hat keine Ahnung. Ich guck mal. Nun macht schon. Niemand schreibt, Freunde, das Spiel ist verloren. Sehr gut. Geraden und in Sicherheit. Ich bin euer Schütze. Nun macht schon. Oh, da ist er. Was braucht ihr? Oh, da ist er. Ich bin euer Schütze. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Habt ihr ein Ziel? Gebt mir was zu tun. Hä, wo ist mein Zwerg? Es ist mehr Gold erforderlich. Gebt mir was zu tun. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Geladen und in Sicherheit. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Ah, ich hab keinen Trank mehr. Ah, shit, Mann, da ist schon echt viel Zeug, ey. Ach komm, jetzt kommt er mit seinem Ultimate. Jetzt kommt der Vulkan wieder. Oh, nee, ey. Könnte ich die theoretisch auch übernehmen? Nee, ne? Okay, jetzt habe ich Level 5. Und er hat kein Ultimate. Ey, Leute. Ich brauche halt nur irgendeine Möglichkeit, mein Zeug wieder zu heilen, was ich immer nicht habe. Okay, ich glaube, jetzt baut er nur noch Bären. Ich glaube, jetzt geht er voll auf Bären. Das heißt, wir gehen voll auf Breaker. Aber ist okay. Level 5 ist am Start. Wir haben Level 3 Wasserelementare. So, jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen die Phase, wo man sich sagt, ist eine Echse eine gute Idee? Ihr braucht meine Hilfe? Nein! Oh, jetzt habe ich den rausgenommen. Oh, das ist wirklich das Ärgerlichste.
Es ist also mehr Gold. Okay, ich muss jetzt mal eine Goldmine freischaufeln. Und ich baue jetzt primär Breaker. Also ich gebe mein Gold erstmal für Breaker aus. Und dann für... Vielleicht baue ich gar keine Riflemen mehr. Okay, da sind sie doch. Da sind sie doch, die Leute. Wir haben doch einen Purge, das weiß ich doch. Vielleicht nicht. So, ich habe keinen Trank, aber ich habe den hier. Regeneriert 30 Sekunden lang. Ah, das sind immer die nervigen. Die so langsam regenerieren, das will doch niemand. Das will doch wirklich niemand. Okay, also wir haben eine Goldmine. Soll ich jetzt hier direkt expandieren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe vor allem noch gar kein Sägewerk. Das hole ich mal nach. Oh shit, da ist er. Oh, nee, 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 nee. Nicht so. Mit mir. So, wo kommen die jetzt an? Das ist immer so die Frage. Niemand weiß das. Komm schon, Zwerg! Wo ist der Zwerg? Warum ist der nicht mitgekommen? Immer so ein Scheiß, Mann! Ah, immer so ein dummer Crap am Ende. Ich hasse das, Mann. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Aus dem Weg! Ich komme durch! Gebt mir was zu tun! Ja, cooler Typ. Scheiße. Naja, okay, also ich glaube, ich muss expandieren, Freunde. Ich glaube, uns lässt... wir haben hier keine Wahl. Hä? Achso, jetzt muss man... Ah, das war jetzt überhaupt nicht gut. Die Sonne scheint direkt auf meine linke Hand. Meine linke Hand ist mega warm im Gegensatz zum Rest meines Körpers. Okay, komm schon. Leute, hier ist gar nichts verloren. Wer in den Chat schreibt, Freunde, das Spiel ist doch verloren, da lasse ich mir doch gar nichts erzählen. Ah, okay. Okay, das könnte sogar... Werden die fertig? Ja, saft ihn doch an einfach, komm. Oh, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, den zu... Oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Ich habe immer keine Heilung auf dem Shit immer. Immer diese scheiß Heilung, ey. Jedes Mal. Nein. Okay, aber so schlecht läuft's nicht. Ich glaube, ich habe es nur genau falsch rum gemacht. Ich habe die Bären gefokust, obwohl ich einfach genau das Gegenteil hätte fokussen sollen. Okay, aber ich bin drin. Ich bin im Spiel, Leute. Ich bin immer noch drin. Ich muss mir nur irgendwas überlegen, dass ich mich heilen kann. So, Freunde, und jetzt haben wir's. Okay, Leute, alles klar. Guck mal, der läuft sogar seitlich. Wie gut ist das denn? Jetzt habe ich auch einen Krebs. Jetzt habe ich auch einen Krebs. Jetzt ist alles möglich. Okay, wir haben einen Trank. Wo ist der Shop hier? Der wird jetzt wahrscheinlich, so schnell es geht, wieder mein Ding angreifen. Ah, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Hat da jemand die Gruppe vergessen? So, diesmal fokussen wir die Dryaden. Also los.
da will ich nicht kämpfen. Also angegriffen. Sieh zu, Alert. Was für ein Quatsch. Die Blutelfen warten. Was ist es diesmal? Also los. Habt ihr ein Ziel? Abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe. Die Blutelfen warten. Ich dürste nach Magie. Komm schon, Meister Zwerg. Okay, da ist er. Da ist er. Ey, und dem gebe ich jetzt alles, was er will. Ey, für den ist heute Weihnachten. Unsere Streitkräfte werden es machen. Braucht meine Hilfe? Gebt mir was zu tun. Oh shit, oh shit, oh shit. Nicht vielleicht als das. Oh nein! Oh, ist es Nacht? Ist es Nacht gerade? Kann ich mich verstecken? Nein, kann ich nicht. Shit, Mann. Okay, aber ich hab eine Echse, Mann. Ich hab eine Echse und die läuft. Und ich hab Zeug und ich kaufe mir einfach den Typen neu. Okay. Gut. Na gut. Macht schnell. Zeit ist Items, die muss ich auch mal besser verteilen. Da ist jetzt natürlich mein Zwerg genau hier in die Seite reingelaufen. Natürlich jetzt nicht so optimal. Ich mache ein paar Upgrades. Ich glaube, langfristig lohnt es sich das. Das wird ein langfristiges Spiel eher. Der ist noch nicht drin. So, was muss ich jetzt machen eigentlich? Muss ich creepen? Nee, ich kann nicht mehr creepen. Ich glaube, mit meinem Zwerg kann ich auch nicht mehr creepen. Die Frage ist, was soll ich jetzt überhaupt noch machen? Ich kaufe Items. Ich kaufe Items und zwar kaufe ich Heilrolle. Oder lieber unverwundet. Nee, ich kaufe die Heilrolle. Ich weiß auch nicht. Oh, da kommt er. Da kommt er. Der will die anwurzeln. Aber vielleicht kommt der gerade richtig raus. Level 8 ist der, Alter. Holy crap. Das ist schon heftig. Okay, ich brauche meinen Zwerg. Ich brauche den Zwerg. Dieses Anwurzeln ist echt haarig, ey. Ah, das haben die den Shop zerstört. Natürlich, die Schweine, die wissen ganz genau, wo meine Schwachlinie ist. Ah, nein! Scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Shit, shit, shit. Fuck. Streamen noch. Meint ihr, der schreibt jetzt zurück, wenn er fertig ist? Komm, wir machen noch ein Spiel alleine. Komm, ich brauche den Ausgleich. Ich kann nicht Jannis gegenübertreten, dann wäre ich zu zynisch. Okay, dann machen wir jetzt die Werbung. Bis gleich nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück bei Warcraft. Wir haben gerade... Ich würde mal sagen, wir haben einmal peinlich gewonnen und einmal peinlich verloren. Aber das ist der Lauf des Lebens, davon lasse ich mich nicht abhalten. Ja, natürlich, das ist immer, weil ich immer aus Wut ziehe ich immer meinen Kopfhörer ab. Okay, also, wir versuchen es nochmal. Ich habe mir gerade das Replay nochmal angeguckt. Ich habe ja wahnsinnig früh schon meinen Helden verloren und alles. Ja, dieser Keep of the Grove, ich weiß noch nicht genau, wie man mit dem umgehen soll. Der kommt immer ganz früh und sabbelt schon ein bisschen. Und dann, wenn man da einen Fehler macht, dann wurzelt er einen fest, dann kann es schon echt schnell sehr eklig werden. Aber damit werden wir auch noch lernen, umzugehen. Das kriegen wir alles schon hin, kein Problem. Ich glaube, die Riflemen waren gut, dass ich die so früh gebaut habe und dann keine Footmen mehr.
Und dann umzuschwenken auf die Breaker, wenn er die Bären baut. Vielleicht früher Upgrades auch, weil es dann schon ein längeres Spiel geworden ist. Du kannst den Wurzler des Bellen, schreibt Krischik. Okay, cool. Lohnt sich dafür extra Priester und Priester-Upgrade zu bauen? Hm. Passt bei den Nachtelfen auf, dass du nicht in die Gebäude rennst und die Schaden machen. Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade geguckt bei dem ersten Kampf. Da habe ich einmal ganz blöd geklickt. Okay, gegen Mensch, Armer, Rot, Level 12, Mensch, krieg ich hin. Kein Problem. Hallo, herzlich willkommen. Alles kein Ding. Okay. Shit. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Ja, Mensch ist immer so eine Sache. Janis meinte im letzten Mal, man soll gegen Mensch auch direkt einen Turm bauen. Ist eine interessante These. Und kann ich ja auch einfach mal machen. Ich glaube, ich spiele einfach wahnsinnig defensiv und greife so gut wie nie an. Wahrscheinlich ist das überhaupt nicht gängig für meine Rasse, dass man das wahnsinnig aggressiver spielen sollte. Aber kriegen wir hin. So, einmal noch auf den. Wir scouten natürlich wieder früh. So. Jetzt haben wir es natürlich wieder mit Konterkrebsen zu tun. Ist klar. Ich bin aber bereit. So, das ist jetzt wieder die Back-to-Warcraft-Map, wo niemand genau weiß, wie man die creepen soll. Aber hier unten sind Murlocs. Und Murlocs sind zwar grün, aber auch hart. Das heißt, ich werde da direkt ein paar Milizen mitnehmen. Und die dann creepen. So, der ist auf dem Weg. Soweit noch kein Fehler passiert. Das ist wichtig. Soll ich jetzt schon einen Turm bauen? Ist das... Ich weiß immer nicht. Ich meine, klar, gegen die Krebstaktik ist er wichtig. Da gehört er dazu. Komm, scheiße. Wir machen einfach mal. Wir machen einfach mal. Wo denn? Hier hin? Komm, wir machen einfach mal einen Turm. Dass Janis nicht sagen kann, ich hab's dir doch gesagt. Okay, unser Scout ist auf dem Weg. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. Sag das Zauberwort. Befehle. Hier sind... ist unsere... Bereit zur Arbeit. Nein! Ah, oh, nein, der purged hundertprozentig. Ah, das war nicht so clever. So, jetzt Hof. Ja, mein Lord. Was ist es denn? Mehr Arbeit? Bereit zur Arbeit. Ja, mein Lord. Okay, was? Wir gucken hier mal. Braucht meine Hilfe? Clown des Angriffs, nicht schlecht. Also, Kaserne, Hof. Oh, direkt eine Schmiede. Das heißt, es wird wahrscheinlich direkt Rifleman gehen. Interessant. Was mache ich dagegen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht macht er auch den Mountain King direkt als ersten Helden. Was ist denn gut gegen Riflemen? Defend doch eigentlich, oder nicht? Lohnt sich das? Das habe ich jetzt wahrscheinlich viel zu früh gemacht. Was ist Ausbau abgeschlossen. Und? Aber vielleicht ist das keine doofe Idee. So, mal gucken. Noch geht da nichts bei dem. Und? Na, vielleicht war Defend eine dumme Idee. Ich bereue es schon. Ich bereue es schon, weil es kostet 100 Holz. Ah, oh nein, da. Oh, 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 oh. Oh, 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 Krebsmeister. Ah, da ist der Krebsmeister. Aber ich habe einen Turm. Ich habe einen Turm. Das heißt, wenn der ankommt mit seiner tollen Vulkannummer da, bin ich vorbereitet. So, jetzt habe ich keine grünen Spots mehr. Und wir machen das Upgrade. Ich glaube, jetzt habe. Naja, ich habe gleich Defend eigentlich. Und ich habe den hier. Den hasse ich. Ich hasse Stab des Blitzschildes. Ich hasse Sachen, die mir auch... Ah, und du glaubst, ich merke das nicht, oder was, mein Lieber? Keine Chance. Keine Chance. So, das ist wahrscheinlich ein bisschen Overkill gewesen. So, wir haben Defend. Sehe ich das richtig? Ja. So. Was macht er denn jetzt? Was? So, wenn der jetzt ganz viele Riflemen hat, baue ich dann selber keine als Reaktion darauf, oder?
Was ist ein guter Counter? So, was soll der machen? Das ist doch wieder irgendein Gimmick-Kram. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Was ist? Also, ich baue zum ersten Mal ganz viele Höfe. Der will doch hier irgend so was super krasses creepen oder so. Hundertprozentig. Nun macht schon. Oder was macht der denn? Meine Hilfe? Das ist jetzt so. Ja, jetzt rennt man wieder so dumm durch die Gegend und checkt nicht, was los ist. Nun macht schon. Und sucht jetzt dumm den Gegner. Das ist immer Zeitverschwendung. Ich kann's kaum erwarten. Nee. Perfekt. Irgendwas macht er. Ich trau dem nicht. Braucht meine Hilfe? Okay, ich glaube, es wäre viel besser, wenn ich einfach hier den weiteren grünen Spot hier, roten Spot creepen würde. Aber was mache ich gegen Rifleman? Soll ich einfach dann auch Rifleman bauen? Einsatzbereit. Was ist das diesmal? Sag das Zauberwort. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Was ist? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, aber ich rechne stark mit irgendeiner Lame-Aktion. Nun macht schon. Was? Ja, mein Lord. Was ist es diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Einsatzbereit. Ja, mein Lenzer. Also, ich werde auf jeden Fall möglichst schnell dann Arkane Sankten bauen. Okay, so, jetzt haben wir Level 3 und jetzt greifen wir mal an. Wir gucken mal, was passiert. Einfach mal rein schmökern. Ausbau abgeschlossen. Okay. Was ist? Och, kommen immer die Hotkeys. Mehr Arbeit? Na gut. Okay, wir bauen zwei Arkane Sankten und ich baue auch schon mal ein Berg, Holzwerk. Boah, der macht, der Fokus mich einfach kaputt mit seinen Rifle-Meistern. Aber vielleicht geht er jetzt auch gerade in T2. Ah, da ist er! Ihr braucht meine Hilfe. Nun macht schon. Holy crap, hat der viele. Vielleicht funktioniert es mit Defend. Ja, mein Lenzer. Was ist es diesmal? Nun macht schon. Vielleicht ist das gar nicht so eine komplett bescheuerte Idee. Ah, hat auch einen Turm. Aber ich hab Defend. Mir macht das überhaupt nichts aus. Mir macht das doch gar nichts aus! Sag das Zauberwort. Sag das Zauberwort. Ist das super dumm, was hier gerade geschieht? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es genial, vielleicht ist es unfassbar dumm. Sag das Zauberwort. Ich töte noch den, dann hau ich ab. Raus hier. Raus hier! Okay, vielleicht war das gar nicht komplett beschissen, wer weiß. Und das ist, glaube ich, das Beste, worauf ich hoffen kann. Okay. Und jetzt die klassische Chose. Den hier, ein paar von denen, ein paar von diesen Leuten hier. Währenddessen holen wir uns mal die Echse. Und jetzt machen wir einfach Caster. Weil Caster gut gegen Riflemen sind? Was ist es diesmal? Wer weiß. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Hallo, 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 hallo. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, gefährlich. Hat hier jemand Stichschaden? Hat hier jemand Stichschaden? Nee, ne? Nein! Was braucht ihr? Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Arbeit ist vollbracht. Sagt das Zauberwort. Nein! Oh nein, das ist alles so unnötig. Gebt mir was zu tun. Es ist mehr Gold. Ah, das ist alles mega unnötig. Und hier machen wir den Slow aus. Ja, mein Lenzer, was braucht ihr? Ei! Sagt das Zauberwort. Oh Mann. Ist jemand verletzt? Ja, mein Lenzer. Jawohl, mein Lord. Was kann das sein, Hitzkopf? Okay. Was ist das abgeschlossen? Oh, ich liebe den Ring der Regeneration. Ich liebe ihn. Okay, wir creepen weiter. Wir creepen einfach weiter, oder nicht? Ist das eine gute Idee? Ich rieche Magie in der Luft. Macht schnell. Zeit ist Mana. Und holen uns eine Echse? Vielleicht?
Nee, oh, was wir vor allem machen, ist, wir holen uns das hier. Ich habe ja nämlich schon einen Turm. Und da machen wir das Allercoolste, dann gucken wir, ob er eine Echse hat. Ah, die sterben. Ist das eigentlich. Ah, das ist Normalschaden. Meine Leute sterben zu schnell. Gib mir was zu tun. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, vielleicht sogar Thunderclap. Vielleicht ist Thunderclap eine gute Idee. Sag das Zauberwort. Vielleicht ist Thunderclap eine gute Idee. Ist halt ein bisschen all-innig. Weil man dann halt immer nur wahnsinnig wenig Mana hat. Aber gegen die ganzen... Keine Ahnung, was hier geschieht. Gegen die ganzen Riflemen ist es vielleicht sogar gar nicht so doof. Okay, wir machen jetzt noch wir machen jetzt noch den Zwerg auf Level 3. Und dann gucken wir mal, ob unsere Strategie komplett bescheuert ist oder was bringt. Und ich bin natürlich wieder schön über die 50 drüber geschrammelt. Aber wie sagt Remo so schön, wenn man schon schrammelt, dann ordentlich. Und dann richtig was raushauen. Okay, also hier gibt's Items. Ein Mana-Trank wäre super. Gibt's nicht? So. Oh. Und jetzt könnte ich sogar auf den zweiten. Ich gehe auf den zweiten Clap, Leute. Ich gehe all in. Ich bin gerade offiziell all in gegangen. Ich hole mir Level 2 Clap und ich gehe da rein und ich clap da sowas von rein. Und währenddessen schön Expansion. Nee, der ist da nicht. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Also wir kämpfen jetzt. Slow an. Los geht's. Was auch immer. Okay, pass auf. Leute, Leute. Schaut euch diesen Clap an! Clap Level 2! Bam! Oh, der war gut, aber da kommt noch einer, Freunde. Clap Level 3! Bam! Holy Crap! Macht der Schaden! Holy Shit! Mein Plan geht auf! Mein Plan geht auf! Was will er denn? Da geht gar nichts! Mein Plan geht sowas von auf! Das war der beste Plan meines Lebens! Der hat nichts! Der kann nichts! Nice. Sieg ist Sieg. Ob der Gegner AFK ist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Sehr schön. Ey, mein Plan ist aufgegangen, aber sowas von. Das freut mich am meisten. Ich hätte gern noch einen Clap, aber haben wir nicht. Oh, Janis wird so stolz sein auf mich, weil ich habe genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich habe analysiert, die richtigen Entscheidungen getroffen, perfekt gelaufen. So, jetzt bleibt er noch ewig im Spiel aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist er wirklich einfach wirklich AFK. Vielleicht ist wirklich neben seinem Haus ein Vulkan ausgebrochen. Vielleicht lebt er auf Sizilien, wer weiß. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch, Freunde, da ist der erste Sieg doch da. Da ist er doch da mit dem Level 2 Clap wunderbar gemacht. Überhaupt kein Problem, Janis ist gleich da. In 5 Minuten ist er ready, das hat er um 19 geschrieben, das war vor 3 Minuten. Ach, okay, jetzt schreibt er ready. Alles klar. So. Janis. Ah, das ist schön. Das ist das Schöne, da trainiert man Stunden und Jahre und Wochen und Monate, nur um sich diesen einen Moment abzuholen. Diesen Hallo. Einen Moment. Hallo, Janis, herzlich willkommen bei Warcraft. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hast du denn, ich weiß, du hast in der letzten Zeit viele gute Spiele gesehen. Du hast nicht gerade mein letztes Spiel gesehen, nehme ich an. Nee, ich habe vor, ich sage mal, 20 Sekunden meinen Stream beendet. Okay. Ich habe nur im Chat gesehen,
bei mir, dass du Hilfe brauchst anscheinend. Nee, ich überhaupt nicht. Ich habe gewonnen gerade. Ich habe gewonnen gerade. Hallo. So? Hallo Janis erstmal. Schön, dass du da bist. Ja, ja. Schön, dass du heute erstmal 24/7 durcharbeitest. Freut mich. Ja, es ist zum Kotzen alles heute. Aber außer du natürlich. Schön, freut mich. Ich habe also meine Bilanz bis jetzt ist, ich habe 1,5 Siege und eine Niederlage. Wie kann man denn halb siegen? Naja, ich sag mal, ich habe gescoutet, so wie du es mir gesagt hast, und hab gesehen, der Gegner hat keine Base. Und was er gemacht hat, ist, er hat seinen Baum des Lebens ausgewurzelt, ist in Creep Camp gelaufen und hat da seinen Baum des Lebens verloren. Das war pure Angst. Das war absolute Angst, das stimmt. Und gerade habe ich ein Spiel gehabt gegen Mensch. Mensch baut ganz viel Rifleman. Was mache ich natürlich? Mountain King, Level 3, Level 2 Thunderclap, schön hinten rein, bam, alle umgehauen. So viel Game Sense hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, aber natürlich. Natürlich. Beobachten, analysieren, umsetzen. Das ist mein neues Credo. Ach, guck mal. Das ist wirklich, also, Hut ab soweit. Dankeschön. Soll ich dir jetzt wieder den Bildschirm übertragen? Oder? Das wäre ganz das großartig, Beste. Sonst muss ich auf dem Stream mich selber sehen. Das ist ja jetzt kein so schöner Anblick. So, guck mal, ob das funktioniert. Schön hinten rein, ist auch nice. Ja, so mögen wir das. Perfekt. So. Sehr gut. Ah, krass, ich bin jetzt hier mit Greenscreen unterwegs. Eure Technik ist der Hammer. Mega gut, mega gut. Ja, ja, schön, dass du da bist. Wir wollen natürlich aber auch nicht nur unsere Finger aufwärmen. Wir wollen auch besser werden. Ja. Und wir wollen jedes Mal ein bisschen was über Warcraft lernen. Und dieses Mal Lektion Nummer 3, immun gegen Magie. Was bedeutet es, wenn Einheiten immun gegen Magie sind? Hau rein, Janis, erklär mal. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Magie in dem Spiel. Einmal Magic Damage von so Einheiten wie Castern oder einem Frostworm oder einem Destroyer und so weiter. Dagegen kann man immun sein, dann kann man die einfach gar nicht angreifen, wie zum Beispiel Dryaden oder Spellbreaker. Also ein Greifenreiter kann einer Dryade keinen Schaden zufügen? Korrekt. Überhaupt gar nicht? Überhaupt gar nicht. Okay. Nie. Okay. Weil er Angriffsart magisch hat. Genau. Dasselbe gilt bei dieser Magie-Immunität für Spells. Also du kannst zum Beispiel einen Spellbreaker nicht keulen, du kannst keine Nova draufwerfen, kannst sie nicht Stormbolden. Damit sind die auch safe. Quasi, also gegen Mass Giants würde ich jetzt keinen Thunderclap spielen zum Beispiel, aber es bringt einfach nichts. Ja. Die sind da immun gegen. Das ist manchmal ein bisschen seltsam, weil, also du kannst zum Beispiel Dryaden auch nicht slowen. Du kannst sie aber auch nicht buffen. Also wenn du Scroll of the Beast benutzt zum Beispiel, das geht auch nicht. Wie sieht's denn aus mit Heilen? Also jetzt mein Priester, kann ich damit Spellbreaker heilen? Ja. Das geht wieder. Das geht wieder. Es ist alles ein bisschen seltsam manchmal in dieser Warcraft-Welt. Das ist ein bisschen auch Case by Case. Kann ich für nächstes Mal vielleicht ein bisschen was vorbereiten? Ich sollte eigentlich zu heute auch was vorbereitet haben. Ist kein Problem, dein reiner Sachverstand reicht völlig aus. Aber es ist gut zu wissen, ich war mir nämlich gar nicht so sicher, wie das ist mit dem magischen Angriff, dass man es wirklich gar nicht angreifen kann. Ja. Das finde ich schon interessant. Es gibt dann noch einen Zwischenschritt, wo man erhöhte Resistenz hat, sage ich mal. Zum Beispiel ein Spirit Walker von den Orks, der Caster. Der kann zwar geslowt werden und so weiter, aber für eine verkürzte Zeit als eine normale Unit. In seiner Astralform oder generell? Generell. Ah, okay. Dasselbe gilt auch für Mountain Giants, wenn die das Upgrade haben. Also, das ist ganz viel Zwischenschritte noch, die es da gibt. Also nicht so viele, irgendwie 2 oder 3. Ja. Für mich heißt es aber auch sowas wie gegen Panda sind dann Spirit Breaker gut. Weil Panda ja hauptsächlich durch seinen Flammenatem Schaden macht und da macht er einfach gar keinen Schaden an mir. Korrekt. Also, das ist immer eine interessante Dynamik. Normalerweise hast du eine relativ große Anzahl von Spirit Breakern und dahinter deine Caster. Und der Panda versucht dann, um die Spirit Breaker rumzulaufen und die Caster zu erreichen. Währenddessen könntest du, wenn du gut wärst, den Panda aber mit den Spirit Breakern attackieren. Das verbrennt Mana. Okay. So dass, wenn er ankommt, er kein Mana mehr hat. Idealerweise, ja. Alles klar. Okay. Mhm. Okay, ich verstehe. Aber gut zu wissen, das heißt Dryaden gar keinen Magieschaden. Korrekt. Naja, okay, gut. Was ist denn bei den Untoten? Bei den Untoten hast du den Destroyer, der ist immun gegen Magie. Genau. Und bei den Orks eigentlich gar nichts, oder? Bei den Orks gar nichts. Da gibt es halt dieses Spirit Walker mit diesem Zwischenschritt.
Ansonsten kann da alles angegriffen werden, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, was ich glaube ich nicht tue. Nee, kann okay. alles angegriffen werden. Cool. Ich habe auch eine Frage für dich. Ja, gerne. Dass ich dich eventuell viel damit verbessern kann, wenn mir da was auffällt. Wie sind eigentlich deine Kontrollgruppen? Ja, das ist jetzt so ein Thema. Und das ist ein sehr gutes Thema, das sprichst du richtig an, weil das ist ein Thema, da bin ich verletzlich und verwundbar. Und tatsächlich ist, fällt mir auch selber auf, dass meine Kontrollgruppen ein großes Problem sind und ich da oft ein Problem habe. Also, ich habe generell, also ich fange mal bei den Gebäuden an. Mhm. Mein Haupthaus ist auf 4. Mhm. Meine Kaserne ist auf 5. Mhm. Und dann mein Arkanensankten sind auf 6. Okay. So. Das ist okay. Ich würde wahrscheinlich die Kaserne auf 4 packen, die Sankten auf 5, das Haupthaus auf 6, weil du die öfter benutzt. Mhm. Und das dann dichter an der Hand ist. Das ist aber nicht so das große Ding. Aber bei mir ist es dann oft so, dass ich im Laufe des Spiels die 4 irgendwann für Einheiten brauche. Und okay. dann die 4 einfach vom Haupthaus nehme und Einheiten geben. Okay. Zum Beispiel, wenn ich dann Belagerungseinheiten habe oder so, gebe ich den Kontrollgruppe 4. Und später im Spiel braucht man ja nicht unbedingt mehr das Haupthaus nicht unbedingt aufbauen. Das ist korrekt. Kannst du so machen. So, dann habe ich noch 1, 2, 3. Ja. 1 ist das absolute Problemkind. Lass uns deswegen zu 2 und 3 kommen. 2 ist Nahkampf, 3 ist Fernkampf. Ich teile ganz strikt einfach zwischen Nahkampf und Fernkampf. Sprich, okay. Gruppe 2 ist Mountain King und alle Nahkämpfer, beziehungsweise Mountain King, Nahkämpfer und Spellbreaker. Also 2 ist so ein bisschen meine Blockergruppe. Alles, ja. was nach vorne soll. Spellbreaker zähle ich da als ungefähr Nahkampf, weil die sollen ja, halt nach vorne. So. Und 3 ist alles, was Fernkampf ist. Ja. Das Problem ist nur, dass es unterschiedlich natürlich ist, wenn ich jetzt ganz viele Riflemen habe, mit denen ich fokussen will, oder ob ich ganz viele Caster habe, mit denen ich gerade nicht fokussen will, sondern Attack-Move machen will. Und ganz blöd ist natürlich, wenn ich beides habe, dann fällt alles auseinander. Aber das ist korrekt. So, 1 ist eigentlich Scout plus Milizen für Miliz-Creepen. Okay. Was immer dazu führt, dass ich eigentlich immer genau die Falschen auf 1 habe, die ich nicht haben will. Okay. Aber das ist mein Problem, da muss ich durch. Okay. Ich würde dir empfehlen, auf die 1 packst du Helden und Nahkampf. Alle Helden? Weil, ja, die kannst du mit Tab, kannst du ja durchswitchen. Ja. Von daher ist man da eigentlich relativ schnell mit. Und die Gruppe bewegst du meistens mit Attack Move. Ja. Da, so. Dann auf 2 würde ich dir raten, die Riflemen zu packen. Ja. Also so Fernkampfschaden. Also Fokusgruppe sozusagen. Genau, das ist eine Fokusgruppe. Ich wollte es genauso sagen. Wir sind quasi schon im Gehirn, werden wir gerade verschmolzen. Super. Auf 3 könntest du die Caster packen. Ja. Weil mit denen willst du nicht unbedingt immer fokussen. Ja. Du willst da ja auch mit Dispellen und Slowen und so weiter und so fort. Dann hast du ein bisschen mehr Kontrolle zwischen dem Fernkampfschaden und dem Fernkampfsupport. Ja, ja. Das heißt, am Anfang vom Game kannst du den Scout auf 3 legen zum Beispiel, weil da hast du ja noch keine Caster, die kommen ja immer später. Das heißt, eigentlich mache ich dann nur mit 2 Fokus und 1 und 3 immer Attack Move. Ja. Dann muss ich oder aber auf 3 halt dann irgendwie Dispel oder was auch immer du brauchst. Genau, dann muss ich aber, wenn ich meine Armee bewege, immer 3 Steuergruppen bewegen. Jo. Ja. Das ist ein bisschen viel Arbeit. Aber okay, das muss drin sein. Okay. Das muss, ja, also das ist, musst du nicht jetzt machen, kannst du ja vielleicht zu Hause üben und mal gucken, wie es dir damit geht. So, also du hast halt ein bisschen mehr Kontrolle. Manchmal fehlt dir so ein bisschen der Fokus in den Fights und ich glaube, den Schaden auf einer Kontrollgruppe zu haben, hilft. Total. Was kommt denn noch in die Fokusgruppe außer Rifleman? Also sowas dann wie Greifen vielleicht oder so, ne? Greifen kannst du reinpacken. Aber sonst Water Elementals nicht... kannst du reinpacken. Ah, das ist gut. Water Elemental ist richtig gut. Das ist gut, weil die habe ich ja immer, ne? Rifleman habe ich ja manchmal auch nicht. Ja, genau. Aber Water Elemental ist eigentlich gut. Also wenn du keine Rifleman hast, kannst du natürlich auch die Caster dann auf 2 packen. Ja. Dann ist die Gruppe ja leer. Das ist ja blöd. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mach da einfach mal. Ich probiere das einfach mal aus. Ja. Und dann gucken wir einfach mal rein, wie es funktioniert. Alles und klar. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins nächste Spiel. Tun wir das. Und jetzt kann ich dir endlich mal zeigen, was ich drauf habe, was ich gelernt habe. Okay, ich bin gespannt. Klingt ja ganz gut. Ich bin auch soweit. Aus deiner Perspektive. Ich meine, mein Chat hat mir was anderes gesagt, aber.
Ja, dein Chat ist auch anderes gewohnt, weißt du, wenn du den ganzen Tag Profi-Matches castest und dann kommt hier Florentin Will an, at Rocket Beans, dann funktioniert das natürlich nicht ganz so gut. Es wäre aber ja andersrum auch genauso, so wenn die koreanischen Roboter jetzt eine Show machen sollen, wie zum Beispiel verflixte Klicks. Das stimmt natürlich, dann kriegen die das nicht. Da werde ich die mal sehen, ja, die entertainen. Ich glaube, nicht so gut. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. So, ich habe meinen Zettel fertig, ich habe einen Stift hier, ich werde mir Notizen machen. Sehr gut. Und zwischendurch vielleicht ein bisschen reinlabern. Aber gerne, das gerne. Aber ist spontan, weil ich habe sehr viel geredet heute. Vielleicht lasse ich dich einfach machen. Mal gucken. Einfach mal entspannen. Und ich hole mir einen Krebs auch auf heute. Ich hatte heute schon Krebs, aber konnte ihn noch nicht richtig einsetzen. Okay. Ah, ich habe noch einen Nachtrag zu letztes Mal, falls wir noch, wir suchen noch nicht. Wir hatten ja den Florentin Will-Bug. Ja, genau. Dass du keine Elites holen Stimmt. konntest. Habe ich auch gelesen. Wurde das schon aufgelöst? Es wurde in den Kommentaren schon aufgelöst. Anscheinend ist es kein Bug, denn man kann Milizen generell erst ab T2 machen, außer bei seinem ersten Hauptgebäude. Korrekt. Und da das ja zerstört wurde, ich habe es neu gebaut, ging nicht, weil es war nur T1. Aber, ja, wow. Korrekt. Finde ich Quatsch. Sollte man ändern. Wurde, also war auch schon mal anders, wurde dann geändert. Finde ich weiterhin Quatsch. Ist es schon ein bisschen Quatsch, ja, stimmt schon. Ja. Ich finde, wenn man nur ein Haupthaus haben sollte, dann sollte man da auch Militia holen können. Aber egal, viel Spaß. Dankeschön. Und so. Wir sind gegen Mensch. So, gegen Mensch. Jannis hat gesagt, gegen Mensch baut man einen Arkanturm. Habe ich gerade gemacht, hat überhaupt nichts gebracht, by the way. Will ich ja nur mal sagen. Aber ich bin ja ein guter Schüler und ich höre immer auf meinen Lehrer, deswegen werde ich das jetzt auch machen. Und so, Kaserne auf 5, Rathaus auf 4, 4 und 5 haben wir hier. Und, genau. Also auf 1 haben wir jetzt Helden und Blocker. Und auf 2 haben wir Fokus. Auf 3 haben wir Caster. Mhm. Es ist natürlich eine krasse Umstellung so. Und ich glaube, ich meine, Fokus, also Steuerungsgruppen sind ja immer eine sehr hoch individuelle Sache. Auch einfach, weil man sich da ungern umgewöhnt, glaube ich. Also ich habe diese Fokusgruppen, mit denen spiele ich seit ich das erste Mal StarCraft gespielt habe. Deswegen hängt da natürlich auch eine Menge dran, aber ich bin natürlich bereit, hier auch mich komplett neu zu erfinden. Weil ja, immer wenn man was Neues lernt, wirft man ja was Altes ab. Und das ist auch gut so, und ansonsten kann man auch nichts Neues lernen. Deswegen finde ich das gut, dass Jannis hier auch so zielsicher und gnadenlos genau. Also jetzt habe ich hier den Scout auf 3. 4, 5. So. Vielleicht. Die Frage ist, auf welche Gruppe tue ich die Milizen? Die hier, ne? Also ich habe jetzt hier 5 Milizen, die tue ich jetzt. Weiß ich nicht. Oh, da haben wir was. Oder was? Das war da. War noch einer. So. Natürlich jetzt die Frage. Wer kommt jetzt Gruppe 1 auf? 1. So. Aha! Was will er denn? Mox Feng, ha? Okay, jetzt brauchen wir die. Nein! Oh, ich dachte, wenn der eingesperrt wäre. So, Gruppe 1, 1, 1, 1. So, und ich glaube, die Kollegen, brauchen die überhaupt eine Steuergruppe? So, und ich brauche dringend Hilfe. So. Ah, nein, der macht so eine Geschichte. Ah, Moment, das ist aber kein Turm, das ist ein Hof, oder? Okay, soll ich das jetzt direkt angreifen? Soll ich dem jetzt direkt mal sagen, wer hier der Chef ist? Was ist? Was? Ja, mein Lord macht schon. Oder nicht? Perfekt. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also wenn das passiert, ich würde es erstmal lassen, weil das dauert viel zu lange. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Um die Farm zu töten. Kannst du später machen. Mach ich später. Ich habe Zeit. Okay, gut. Deswegen gucke ich mal, was der so macht. Was der so hat. Ah, der baut einen Arkanturm. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Das habe ich jetzt vergessen. Aber wenn der das macht, das ist ja immer so ein psychologisches Ding, ne? Du erwartest ja von deinem Gegner das, was du selber auch machst. Beziehungsweise andersrum. Doch, du erwartest das, was du selber auch machst. Also,
kann man daran ablesen, was er machen wird. Was ist es diesmal? Sag das Zauberwort. So, wir sind auf dem Weg in Tier 2. Oh, kann der Turm den Hof angreifen eigentlich? Ich glaube nicht, ich glaube, der ist aus Reichweite. Aber das wäre natürlich so. Das ist jetzt Kontrollgruppe 1. So, wir wissen noch nicht, welchen Helden er hat. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber können wir jetzt auch nichts machen. Ja, wir können da schon was dagegen machen, natürlich. Wir könnten scouten, aber... Scout immer. Weiß jetzt nicht, ob ich das so direkt natürlich sehen werde. Welchen Helden er hat. Aber erfahrungsgemäß reicht... Ah doch, das reicht jetzt doch. In der ersten Map hat es nicht gereicht. Okay. Ah, der wollte hier irgendwo hin. So. Ich guck mal, ich bin Level 3, vielleicht kann ich einen Creep checken. Die Frage ist, wo er ist. Und Höfe, immer diese Höfe. Verdammt nochmal, ey, das ist, sollte ich eigentlich mittlerweile drauf haben. Ah, da ist was, oder? Nee. Wo ist der denn? Der ist irgendwo in diese Richtung gelaufen. Ist der hier? Ey. Wo ist der? Was ist es? Oh, deny! Vielleicht nicht. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Fehler? Richtig. Nun macht schon. Und? Nun macht schon. Errichtet mehr Hilfe. Mehr Arbeit? Also, ich werde sofort zwei Arkane Sankten bauen. Da kommt noch. Oh, da kommt er. Und er hat auch einen Archmage. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Okay, ich habe jetzt wieder wahnsinnig viele Ressourcen, aber wir warten natürlich auf T2 und sobald das da ist, ich habe die Höfe, ich habe die Ressourcen, mich hält so schnell nichts auf. Was ist es, die Ausbau abgeschlossen? Ja, mein Lenzer. Schon unterwegs. Und? Shit. Was auch immer. Komm, 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 einer noch! Was ist es diesmal? Ja, mein Lenzer. Hä, was macht er denn? Wer bin ich denn? Bin ich rot oder blau? Mein Lenzer. Was? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nun macht schon. Was ist es diesmal? Es ist ja hier ein hochspannendes Microbattle. Das Zauberwort unterwegs. Ihr braucht meine Hilfe? Für den Ruhm. In den Kampf. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, was ist es diesmal? Wer ist denn das meine? Oh Mann, ey, bei diesen blauen Leuten, man kann das immer so schlecht sehen, wem die gehören. Was ist es diesmal? Ich kann's kaum erwarten. Perfekt. Ja, mein Lenzer. Ja, meine Hilfe. Natürlich. Hm. Und? Ich weiß jetzt nicht genau, wen ich fokussen soll. Jawohl, mein Lord. Natürlich. Bringt das was? Bringt das was? Den kriegt ihr eh nicht kaputt. Ist doch Zeitverschwendung. Skillverschwendung nenne ich sowas. Okay, ich habe ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, alles in allem passt das schon. Noch der Zwerg ist auf dem Weg. Den kann ich jetzt nicht anwählen hier. Oh Mann, ich verliere hier alles an diesem scheiß Camp, Mann. Das habe ich nur so als Gag gepult und jetzt muss ich es bekämpfen. Das ist einfach, plötzlich ist man in einer ernsthaften Beziehung und sagt sich, ey, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. Und plötzlich hat man Verpflichtungen, dann wohnt man zusammen und dann heißt es, welches Regal willst du haben? Ah! Okay, scheiße, ich dachte, ich hätte auf den Zwerg geklickt. Das ist immer... Ist doch das Zeug weg hier. Okay, gut. Also, wir machen nochmal das. So, also, das ist jetzt Gruppe 1. Das ist Gruppe 2. 1, 2, 3. Das hier sind drei Steuergruppen.
Ja, aber ich bin da total an Bord. Ich bin da total an Bord. Klappt das hier eigentlich oder ist das kompletter Nonsens, was ich hier mache? Was ist es diesmal? Perfekt. Ihr braucht meine Hilfe? Die Blutelfen warten. Wir aber? Ja, mein Lord. Hallo, was macht er denn eigentlich die ganze Zeit? Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? Ah, die Steuergruppen verwirren mich mega, echt. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal auch bei meinen eigenen bleiben. Ich bleib erstmal bei meinen alten. Ich glaube, ich muss das in Ruhe eintrainieren. Ansonsten ist es auch nervig. So. Okay, der kriegt den. Okay, wir achten jetzt auch mal auf... Nahrung, dass ich nicht einfach auf doof über 50 gehe, sondern mit Bedacht. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Ist das hier Quatsch? Wahrscheinlich schon ein bisschen Quatsch, ne? Brauche ich überhaupt Priests? Ich rieche Magie in der Luft. Du baust richtig viele Priests, die sind ziemlich wichtig. Was ist es diesmal? Okay. Können nämlich die Spellbreaker heilen. Das haben wir gelernt. Oh, da ist er! Da ist er doch. Kämpf wieder, Freunde! Mein Feind ist auch dein Feind! So verwirrend mit diesen ganzen Elementaren, ey. Wem gehört hier was? Ja, aber den hau ich jetzt einfach um. Aus dem Weg. Ihr braucht meine Hilfe. Gebt mir was zu tun. Und? Ihr braucht meine Hilfe. Bäm. Gebt mir was zu tun. Wartet, bis ihr mich im Einsatz... Also los. Okay, ich mach auch mal T2 für die Priests, dann kann ich seine Wasserelementare dispellen. Und ich habe ja schon ein paar, von daher lohnt sich das, glaube ich, auch. So. Also, ganz kurz, ich habe auf beiden einen Trank, das ist gut. Handschuhe der Hass, das ist besser für den... Mountain King. Okay, also Mountain King Level 2. Dann creepen wir ihn jetzt noch schnell auf Level 3 hoch. Bis dahin haben wir wahrscheinlich auch dann... Oh, 49! Guckt euch das an. Ist das ein Traum? 49! Jetzt nicht so mega bewusst, aber immerhin. So, währenddessen Schmiede... Oh, war da was? So, haben wir Dispel? Ne, wir haben noch keinen Dispel. Mana-Stein! Hallo! Was kaufen wir noch? Sobi-Maske, aber sowas von! 400 Gold, komm, auch mal, einfach mal shoppen. Ja, mein Freund. Okay, also. Ich glaube, wir haben hier eine ganz schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Wir haben immer noch kein Dispel. Irgendwie... Ah, okay, gleich fertig. So, Dispel ist durch. Dispel ist durch. Wir gucken mal. Wir kommen mal hier von der Seite ran. Aha! Genial. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Macht schon. Ich kann's kaum erwarten. Ihr braucht meine Hilfe. Gebt mir was zu tun. Und? Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Was ist es diesmal? Gebt mir was zu tun. Was ist es diesmal? Ist jemand verletzt? Und? Ja, mein Freund. Ist meine Hilfe vonnöten? Ihr braucht meine Hilfe? Arbeit ist mal dran. Ich dürste nach Magie. Und? Gebt mir was zu tun. Der Tod kommt zu euch. Oh. Ihr braucht meine Hilfe. Ei. Gebt mir was zu tun. Macht schnell. So weit Zeit ist Magie. Aus dem Weg. Ich komme durch. Für den Ruhm!
Die Blutelfen waren. Es ist mehr Gold erforderlich. Okay, das sieht doch gut aus, Freunde. Das sieht doch gut aus. Der ist der Paladin. Oh, die Sobi-Maske ist so geil. Ich hab so viel Mana. Was fiecht euch an? Gebt mir was zu tun. Perfekt. Gebt mir was zu tun. Was ist es diesmal? Okay. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ja, mein Freund. Natürlich. Unverzüglich. Ich bin euer Diener. Natürlich. Wie ihr wünscht. Nun macht schon. Was fiecht euch an? Natürlich. Ja, mein Freund. Steht doch mal raus. Was fiecht euch an? Ja, mein Freund. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Also los. Aus dem Weg. Was ist das? Was fiecht euch an? Errichtet ihr. Okay, jetzt kein. Jetzt nicht dumm verlieren, aber ich glaube, es geht gerade. Ich glaube nicht, dass ich gerade billig verliere, oder? Ich meine, er hat jetzt hier seine ganzen Milizen geholt, aber ist in Ordnung. Ich muss noch weiter beschwören und ich habe Priest, die heilen mich hoch. Das sollte gehen eigentlich. Solange ich die in Sicherheit behalte, können die mir auch keinen großen Schaden zufügen, glaube ich. Oh, ich kann auch dispellen. Bin ich rot oder blau? Ich bin blau. Rot. Zip! Zip! Weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Ah, das ist der hat Regeneration. Das macht nichts aus. Okay. Ja, lief doch ganz gut. Lief doch ganz gut, glaube ich. Mal auf Nummer sicher jetzt, weil es ja hier noch irgendein Bullshit am Start hat. Aber ich glaube nicht. Ah, der passt da durch. Nein, doch nicht. Gut. Priest. Dispel. Nicht genug Mana. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Blutelfen waren nichts leichter. Ach komm, Kollege, Mensch, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, wir müssen den Helden töten. Helden töten ist immer so ein. Da hören viele dann immer auch auf. GG. GG, Freunde. Leute, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Souverän durchexerziert, würde ich sagen. Zwei Siege. Ich muss sagen. Da ist er sprachlos. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, muss ich sagen. Also, ich würde sagen, da haben sich zwei Leute auf ähnlichem Niveau auch getroffen. Oh, okay. Du sagst das als erste Beleidigung. Nein, so meine ich das gar nicht. Also, es waren natürlich Fehler drin. Was ja ganz klar ist, weil wir auf deinem Level sind, da passieren einfach viele Fehler. Aber da war auch echt viel Gutes bei. Dankeschön. Florentin Will hat jemanden surrounded. Das war stark. Ja, das kommt vor. Das kommt dann manchmal vor. Hast du tatsächlich Creeps gepullt, ja, während eines Fights? Natürlich. Und die haben für eine längere Zeit nicht angegriffen. Absolut. Sondern dir tatsächlich geholfen. Ich schaue den ganzen Tag Back to Warcraft, da lernt man vieles. Also das war schon... Da bin ich kurz aufgestanden, hab's gefeiert. Und... Ich habe gemerkt, dass wir zusammen wirklich was gelernt haben, weil als wir das Projekt hier angefangen haben, ich das erste Mal dabei war, da hast du gecreept und gecreept und gecreept und gecreept und du wolltest gar nicht mehr aufhören, gegen die Creeps zu kämpfen, ne? Ja. Jetzt hast du natürlich auch wieder gecreept, aber auch Fights gesucht und der Gegner war ja auf Tier 3, wie du ja wahrscheinlich gemerkt hast. Ja. Und hättest du dem noch mehr Zeit gegeben, hätten die Knights halt deine Breaker auseinandergerissen. Ja. Nach einer gewissen Zeit, aber die Zeit hast du ihm nicht gegeben. Und das, ja, war auch richtig. Druck gemacht. Schön Druck gemacht. Das war stark. Das Level 3. War ich viel gut. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe auch ein bisschen gescoutet. Ich habe seinen Hof nicht zerstört. Aber dann sieht er meine Goldmine. Ist das denn so schlimm? Ja, geht, ne? Also, wäre nerviger, wenn es vor der Base wäre, weil dann wird er halt sehen, was für Gebäude du baust, wann du die baust und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe natürlich auch was zu meckern, wie immer, ich was zu meckern habe. Natürlich. Wenn du gegen Mensch spielst, bevor du Breaker baust, bau lieber erstmal ein paar Priests, weil du hast noch Footmen, die sind ganz okay. Und dann hast du Priests dahinter, die können heilen, dementsprechend bleiben die Footmen länger am Leben und die kannst du dann, wenn die sterben, kannst du die ersetzen mit Breaker. Ja.
Das geht alles ein bisschen besser. Und dann hast du auch nicht so eine Riesenmenge an Nahkampf, sondern dahinter halt schon so ein bisschen Fernkampf. Das ist alles ein bisschen ausbalancierter. Okay, und Sorks eigentlich gar nicht. Nee, weil die Spellbreaker können ja richtig Debuffs übernehmen oder Buffs übernehmen und so weiter. Ja. Und wenn du deinen Gegner slowst, dann nimmt der Spellbreaker deines Gegners den Slow und wirft ihn zurück. Und dann ist da so ein Ping-Pong-Match aus Slow hin und her werfen, ja, das stimmt, was im Endeffekt nichts bringt. Das und Dispel gegen Wasserelementare, ist das, bringt das? Ja, ist das gut? Ja, okay. Absolut Key to Victory, okay, würde ich sagen. Ist nicht mehr so stark wie in den Patches davor, wurde ein bisschen genervt letzte Woche. Aber die Reichweite wird ein bisschen erhöht vom Dispel, ne? Das finde ich immer ganz gut. Bei mir ist immer so, ich gebe all meinen Priests die Befehle, Dispel zu machen, und dann rennen die erstmal durch die Gegend wie wild und nichts passiert. Ja, ja. Aber das ist jetzt ein bisschen weniger. Das heißt, also ich bin in T2, habe 2 erkannte Sanken. Würdest du sagen, direkt ein Priest Upgrade? Oder erstmal zwei Upgrade Priests? Kannst du ein bisschen später machen. Also schon 2-3 Priests und dann das Upgrade, je nachdem, wie viele Ressourcen du hast. Meistens ja viele. So, von daher kannst du das dann einstreuen. Das ist aber auch ein ganz gutes Ding, wenn du auf 50 Supply bist oder 40 oder 49 oder so. Ja. Das ist halt so ein Ding, was du einschmeißen kannst, wenn du nicht die 50 Supply brechen willst, genau. aber noch Geld ausgeben kannst für sinnvolle Sachen. Okay, aber gut zu wissen, dann erstmal 2 Priests und dann vielleicht Priest und Upgrade oder je nachdem. Ja. Das mit dem Food Supply ist bei mir momentan auch einfach echt random einfach so. Manchmal klappt's, manchmal merke ich, ich war die letzten 10 Minuten auf 51, aber das ist, okay, das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon hin. Es wird immer besser. Eine Sache zu Kontrollgruppen, ich habe dir ja gesagt, üb das zu Hause, hast du dann auch gemerkt, warum, ne? Ja, das stimmt schon. Oh, tschüss. Ist ein bisschen Muscle Memory und vor allem, wenn du StarCraft gespielt hast, dann sowieso noch mehr. Da musst du dich dran gewöhnen. Mach einfach erstmal weiter, wie du Bock hast. Und jetzt, viel Spaß. Dankeschön, wir müssen ganz kurz in die Werbung gehen. Wir sind nach der Werbung sofort wieder da und dann geht's los mit dem ersten Spiel, in dem ich vielleicht mal eine Niederlage bekomme, damit wir auch mal ein bisschen analysieren können. Wird ja auch langweilig, zu viele Siege. Also bis gleich, macht's gut, haut rein. Ich kann ja schon mal den Anfang spielen. Herzlich willkommen zurück bei Warcraft. Wir sind kurz davor, in das nächste Spiel zu gehen. Wir sagen, wir gehen direkt rein. Ich musste schon ein Spiel abbrechen, weil wir in die Werbung gegangen sind, aber ist kein Problem. So bleibt die Elo auch in einem Rahmen, wo ich verkraftbare Gegner bekomme. Von daher ist es kein Problem. Kriege ich hin. Was sagst du eigentlich zu diesen Marktplätzen, wo man sich Items kaufen kann? Ist das eigentlich ganz geil, oder nicht? Ist aber irgendwie machen geil. Das Pros nie. Also ich finde, da ist so ein bisschen, manche Items sind viel zu teuer. Und für manche Items ist es gut. Also so, ich würde mir jetzt zum Beispiel keine Subi-Maske kaufen. Subi-Maske 400 Gold ist ein Schnapper. Subi-Maske ist richtig gut. Kann man 2 Einheiten verkaufen. Aber ganz kurz, vor allem, sehe ich das richtig? Subi-Maske erhöht ja um 50%. Jo. Und die Aura vom Archmage erhöht ja um einen nominellen Wert. Also das wird auch nochmal erhöht. Ja, wie da genau die Mathematik funktioniert, weiß ich nicht so ganz genau. Aber wenn du eine Subi-Maske auf einem Helden hast, der schon von der Aura profitiert, ist der Effekt der Subi-Maske nicht ganz so hoch. Okay. Aus irgendeinem Grund, weil es, glaube ich, multiplikativ ist und nicht additiv oder wie auch immer das heißt. Ja. Okay. So. Na gut. Aber trotzdem ist Subi-Maske gut. Ja. Jetzt habe ich nicht gesehen. Ich finde den Marketplace immer super für so Sachen wie Circlet oder Claws oder sowas. Ja. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, welche Race mein Gegner ist. Undead? Okay. Ja. Wie gut, du wolltest. Kriegen wir hin. Ich bin sehr gespannt. Rifleman, kein Problem. Kriegen wir hin. Dankeschön. Viel Spaß. Ich habe noch gar nicht viel Spaß gesagt. Frechdachs. Danke. Okay, wir bauen natürlich wieder unseren frechen Scouthof. Der kommt sogar durch, ne? Also das lässt Janis mir mittlerweile durchgehen, diesen Scouthof. Der hat am Anfang noch gesagt, nee, würde ich nicht machen. Aber mittlerweile sagt er da gar nichts mehr. Also ich glaube, man kriegt den auch weich einfach. Ich glaube, man muss es einfach nur oft genug machen. Dann kriegt man das schon hin. Gut. Undead wird jetzt wahrscheinlich wieder der Herr Death Knight irgendwann an der Tür klopfen. Und sagen, hallo, ich versuche Stress zu machen, um in Ruhe in T3 gehen zu können. Ah, da ist was. Okay, wo will der hin? Ah, der geht schon direkt hier unten hin, oder was? Baut der hier einen Turm hin? Nee. Bescheuert, was macht der hier? Der will wahrscheinlich einfach nur scouten. So, jetzt den Hof nicht vergessen. Hof nicht vergessen. Und wir nehmen gleich ein paar Milizen mit. Ah, okay, ich sehe schon. Das ist einer von denen.
Ah, der will mich hier reinlocken wahrscheinlich, oder? Das ist einer so ein ganz, ganz verrückter Typ. Ja, mein Lord. Also normal in dem Matchup wäre, dass du die zweite Goldmine holst, relativ fix. Und ich glaube, das will er einfach nur scouten, ob du das machst oder nicht. Weil Scouten ja wichtig ist, wie wir wissen. Ja gut, das sagst du jetzt. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen verpasst, was hier gerade passiert ist. Ah, der hat Purge, Mann! Jesus, hat der schon viel Schaden. Ey, das ist wirklich wieder alles andere als optimal. Und der war, hatte auch einen großen Level. Der war Level irgendwas 20. Okay. Dafür ganz gutes Item für mein Mountain King später. Oh, ich habe wieder alles verloren. Alle einfach. 100 pro greifen die an. 100 pro greifen die an. 100%ig. Na gut. Dafür hole ich mir jetzt einen von den Leuten. Oh nein. Oh nein. Nein. Was will er denn? Was will er denn? Shit. Okay. Doch nicht so clever, wie man denkt. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe schon jetzt. Was? Ich kann hier nicht weg. Ich kann doch hier jetzt nicht weg, oder was? Soll ich hier weg? Oh Mann, das sind diese 20 Leute, die einfach wissen, was sie tun. Im Gegensatz zu mir. Okay, ich kaufe mir noch den Typen. Geht nicht, okay. Ja, komm, komplett bescheuert einfach. Was ist es diesmal? Befehle? Nun macht schon. Ich hab keinen Bock mehr einfach. wie sie einfach die Stimmung komplett wandeln kann. Aber ich hab den Typen her, der wahrscheinlich sofort einfach einen Call bekommt. Ach komm, Mann, das nervt doch nicht! Ihr braucht meine Hilfe? Ja, komm, soll ich da Miliz machen? Was soll ich da machen? Okay, erstmal macht ihr das mal bitte. Schreibt ihr mal ein bisschen an. Richtig. Unsere Stadt wird belagert. Ich weiß leider wirklich nicht, was ich dagegen machen soll. Soll ich da durchgehend in meiner Base bleiben oder was soll ich da machen? Okay, pass auf. Achtung, Dispel. Alter, das wird so geil. Dispel! Bam! Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passieren wird. Jetzt kommen mir diese ganzen kleinen Leute und wollen... Ach, nee. Oh, block ihn! Block ihn! Oh Gott, lauf! Block ihn, Alter, ich bin so gut. Ich bin so gut, ey, mach dein Skill-Video mit cooler Linkin Park-Musik draus. Holy shit! Oh nein! Oh nein, fuck! Scheiße, Mann. Okay, das ist echt bitter. Okay, ich habe kein Holz mehr. Ich habe einfach keine Holzversorgung mehr. Gar nicht. Oh, wie unfassbar nervig das eigentlich ist. Und er ist mittlerweile einfach T3. Ach, Mann. Nein, ich hab gesagt, kein Geheule mehr. Ihr braucht meine Hilfe? Ja, mein Lenzer. Ich kann's kaum erwarten. Befehle? Was ist es diesmal? So. Ja, ich hab halt einfach keine Dorfbewohner mehr. Der hat alles getötet. Wahrscheinlich habe ich hier auch einen verloren. Soll ich jetzt damit ein. Scheiße, Mann, das gefällt mir alles schon überhaupt nicht. Ah, das gefällt mir alles schon wieder überhaupt nicht. Ah, den kann ich noch machen. Ja, ich hätte auch die ganze Zeit Footman bauen können. Habe ich auch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich gegen Undead auch einfach einen Turm bauen. Was kann man denn da machen? So, die Frage ist, soll ich mir... Ah gut, ich habe Level 3. Okay. Du, Level 3 ist Angriff. Mir ist es völlig egal, ob das wie der Rest des Spiels funktioniert. Level 3 heißt Angriff. Und guck mal, ich habe jetzt richtig viel Gold. Oh. Befehle? Macht schon. Was braucht ihr? Sagt das Zauberer. Okay, Burg. Wir brauchen richtig viele Dorfbewohner. Was braucht ihr? Habe keine Dorfbewohner. Aber was ich mache, kaufe ein geiles Item hier.
Okay, Stiefel der Geschwindigkeit ist gut. Oh nein, Lich. Oh, und jetzt kommt die Supernova. Jetzt kommt die Supernova hier. Ach Gott, bist du lame. Was ist es diesmal? Ja, mein Linzer. Befehle? Ja, mein Linzer. Was braucht ihr? Ja, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, was ich da machen soll. Jetzt kommt er da raus. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll, wenn der in meiner Base ist. Das ist so nervig. So, also ich habe überhaupt kein Holz. Baue ich jetzt erstmal ein Holzding? Wahrscheinlich nicht. Ja, oh, Freunde, da geht auch gar nichts einfach. Ach, und der jetzt wieder mit Nova Coil. Das ist so nervig, weil man da auch immer wieder. Eigentlich muss man da immer wieder einen Trank parat haben. Bei Nova Coil ist man sofort. So, wir wollten eigentlich eine Schmiede bauen. So, wie viele sind das mittlerweile eigentlich? 3 oder 4? 4? Nee, 5. Okay, währenddessen bauen wir fleißig. So, was hat er hier für Gedöns? Er hat schon so einen Schlachthof. Okay, vielleicht kriegen wir da was. Vielleicht haben wir einfach super viel Glück. Und er ist einfach gerade auf der anderen Seite der Map. Nee, er portet. Okay. Er hat aber noch nicht so viel Zeug. Okay, Schmiede hatten wir ja gesagt, ne? So, und jetzt hat er wahnsinnig... Oh Gott, Pott, Steuergruppen, Mann. Ich habe jetzt wieder nur einer Steuergruppe gesagt, dass ich rüber muss. Ah, ist das bitter. Ah, das ist richtig bärstig. Sorry, lief schon so viel falsch. Da lief schon so viel falsch. Ja, komm. Das ist richtig. Oh, Mann. Das Gute ist, also wenn man ein Gutes aus diesem Spiel rausziehen kann, dass du zwischendurch schon die richtige Idee hattest, dass da vielleicht ein Turm fehlt. Weil wenn du einen Arkanenturm hast... Aber soll ich einfach bei Undead auch einfach von Anfang an einen Turm bauen, oder wie? Ja, oder? Weil sonst passiert einfach genau das, was jetzt gerade passiert ist. Pass auf, dann haben wir mittlerweile 3 von 4 Rassen, soll ich sofort einen Turm bauen. Alle außer Nachtelf baue ich einfach immer einen Turm. Ja. Okay, das ist doch eine Ansage, das kann ich doch, kriege ich doch hin. So, weil... Wenn du einen Arkanenturm hast, dann hat er 2 Vorteile. Also normalerweise ist der ja ziemlich crap, weil er nur 8 bis 10 Schaden hat. Aber gegen Summons, also beschworene Einheiten, macht der extra Schaden. Ja. Skelette sind beschworene Einheiten, das ist gut. Wenn er Units oder Helden mit Mana attackiert, dann verbrennt es das Mana. Mhm. Also, du schlägst quasi 2 Fliegen mit einer Klappe, du tötest die Summons recht schnell mit dem Turm. Und wenn der Death Knight da in der Reichweite ist, dann kannst du den angreifen, dann hat er nicht so viel Mana für Coil. Ja. Gar nicht so schlecht. Und soll ich da irgendwas machen mit Milizen hin oder soll ich ein bisschen Micron, damit die nicht sterben? Was für Möglichkeiten habe ich denn im Köcher, wenn jetzt der wirklich mit 4 Skeletten und Death Knight steht bei meiner Goldmine? Also ein bisschen Micron ist ja generell nicht verkehrt. Ja. Aber soll ich Milizen machen oder... Soll ich eher versuchen, mit den Arbeitern zu micron oder was, wie soll es funktionieren? Der Ausgangspunkt ist ja, dass er den Akolyten nahe, also zwischen Mercenary Camp und der 2. Goldmine hatte. Ja. Von daher wusste er ja genau, was passiert. So. Genau. Und du hast den Akolyten ja gesehen und wusstest daher, dass er wissen wird, was du tust. Ja, richtig. Das heißt, ich konnte schon vorahnen, dass er wahrscheinlich meine Base angreift. Korrekt. Mit seinem Death Knight. Weil ich kann ja nicht einfach aufhören zu creepen, nur weil ich weiß, dass er kommt. Korrekt. Du könntest aber die kleinen Grünen zuerst machen und abwarten, ob er kommt. Und wenn er nicht kommt, dann kannst du halt weitermachen, mit was auch immer du möchtest. Wenn er dann doch kommt, bist du aber in der Nähe und kannst sofort reagieren. Okay. Mhm. Kann ich bei Undead nicht einfach mehr oder weniger immer davon ausgehen, dass er sowas machen wird? Weil das ist ja die Standardtaktik eigentlich, oder? Viel früh tacken und währenddessen mit dem Helden ein bisschen nerven und mit den Skeletten. Also, das ist so ein bisschen unerforschtes Land gerade, weil mit dem letzten Patch, der letzte Woche rauskam, ist das Expanden von Undead ein bisschen leichter geworden. Von dem her spielen da jetzt gerade viele Leute mit rum und versuchen irgendwie sich eine 2. Goldmine zu holen relativ früh. Okay.
viele sind natürlich aber auch noch in dem Mindset von vor dem Patch. Ja. Von daher weißt du nicht so ganz, was passiert. Spannende Zeiten gerade. Okay, ich behalte es mal im Hinterkopf, weil das ist mir schon so oft passiert, dass ich auch bei diesem Söldnerlager so viel verloren habe. Ja, das ist ein bisschen risky. Das ist super schwer, vor allem, es ist ja schon schwer, wenn alles gut läuft für mich. Und wenn dann der Death Knight immer nervt und dann keult er mir den einen raus und dann greift er an und die beiden dummen Skelette so, dann vielleicht ist erstmal grün erstmal eine gute Wahl. Okay. Ja, finde ich auch gut. Machen wir so. Okay. Ist okay. Also, so gut das letzte Game war. So schlecht war das letzte. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Aber war auch trotzdem ein guter Move dabei. So. Und das sind so kleine Dinge, an denen du dich hochziehen musst, sodass du fast den Priest gerettet hast, dass ein guter Block dabei war. Ja. So grumpy. Du warst so. Ja, ich weiß. Okay, ich krieg das hin. Ich krieg's hin. Der war auch irgendwie Elo 21 oder sowas. Ja, genau. Und ich bin 10 aufgerundet. Und deswegen ist es in Ordnung. So, müssen wir gucken, ob ich überhaupt. Ja, ich bin dran. Also ich baue jetzt eigentlich immer einen Turm. Okay, Ork, 19 Ork. Ork ist sowieso mein Spezialgebiet, von daher kein Problem, hatten wir heute eh noch nicht. Kein Problem. Spaß. Dankeschön. Blade Master wurde kaputt genervt, also überhaupt kein Problem. Kriege ich hin. Also, wir machen die Base zu. Und ich baue einen Turm und dann kann mir gar nichts passieren. So, das ist die. Das ist nicht die Back to Warcraft Map, ne, wenn ich das richtig sehe. Sondern eine andere. Also, wir machen die Base zu, ich baue einen Turm, damit bin ich gut gerüstet gegen Blade Master, damit bin ich gut gerüstet gegen Farseer. Und auf der Map ist es jetzt so ein bisschen unerforschtes Gebiet, wie die Creep-Route aussieht. Grün, mal gucken. Okay. Also. Ja, das ist die Frage. Wo baue ich meinen Haus hin? Hier hin? Na, hier ist kein Gras. Man kann es nur auf Gras bauen. Dann baue ich es lieber mal sicherheitshalber hier, bevor ich jetzt ewig durch die Gegend laufe und kein Gras finde und dann Supply-Blocked bin, baue ich es lieber hin. Also, die Route. Grün ist hier. Wir haben zwei grüne. Aber ist das der mit den Murlocs hier wieder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube, ich sehe es falsch. Naja, gut. Das funktioniert schon mal. Ich würde sagen, wir creepen das hier hin. Und. Gut. So weit, so gut. Ork ist kein Problem. Ork kriege ich hin. Muss nur auf meine Höfe achten. Dass ich die nicht verliere. Was braucht ihr? Es ist mehr Gold erforderlich. Beziehungsweise, dass ich sie überhaupt erstmal baue. Und das mache ich nach dem. Ah, das Timing für den zweiten Hof ist immer ekelhaft. Weil das genau reinfällt in die Zeit. Für den Ruhm! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist mehr Gold erforderlich. Okay. Der muss hochgehen. Okay. Ah, okay. Blade Master. Und er hat eine Town Portal. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, die Frage ist, kommt der jetzt direkt rüber? Ich glaube, der wird rechtzeitig fertig, oder? So, wir gehen mal weiter und machen ein weiteres grünes Camp. So, Höfe werden errichtet. Das ist auf dem Weg. Und wir sind auch gleich bei T2. Dann machen wir noch ein grünes Camp und dann machen wir mit den Milizen das andere Camp. Oh, okay. Interessante Variante. Also die Frage ist, welcher ist der echte? Ich glaube, der angeschlagene ist der echte, ne? Ja. Jetzt kann man da. Alter, der macht da Schaden! Holy crap! Warum macht er denn so viel Schaden? Alter, Alter, Alter! Ho, Jesus, warum macht er so viel Schaden? Aber welcher ist der echte? Das ist nicht der echte, das ist der echte, ne? Der ist der echte. Ich glaube schon. Ja.
Okay. Naja, so, der wird jetzt höchstwahrscheinlich sofort wiederkommen, um mich direkt zu zerstören. Und meine Base war nicht zu. Offensichtlich. Was mache ich jetzt? Weil jetzt ist er so gleich wieder da und wird mich gleich umhauen einfach. Hm. Meine einzige Chance, ich bin jetzt nicht in meiner Base, oder? Weil mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ich hau ab. Ich mache Urlaub. So. Also, was brauchen wir jetzt am besten? Kann ich hier was kaufen? Es gibt ja auch keinen Goblin-Shop auf der Map, oder? Wo ich einen Trank kaufen könnte. Doch, hier drüben. Steig ich hin. So, wir brauchen Höfe. Wir brauchen das. Wir haben eigentlich alles soweit parat. So, noch ist Nacht. Noch ist alles sicher. Nein! Ah, nein! Oh Gott, nein, mich dumm! Oh, shit, ey, Missklick! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Okay, aber jetzt ist der Shop fertig. Gott! Leute, ist das ein aufregendes Spiel! Alles klar. Also, wir haben viele Ressourcen, wir haben viel Supply. Und wir heilen uns mal hoch. Kaufen wir noch einen. Und ich kaufe ein Tier. Oh ja. Ich glaube, es ist trotzdem gefährlich, jetzt schon rauszugehen. Aber wir sind gleich mit der Burg fertig. Okay. Arkane Sankten. Und gleich noch eins. Gut. Aber er lässt uns noch in Ruhe gerade. Das ist, glaube ich, gerade der einzige Grund, warum ich überhaupt noch am Leben bin. Weil ich habe das Gefühl, wenn er einfach direkt danach nochmal gekommen wäre, wäre einfach direkt GG gewesen. Weil ich kann mich nicht in meiner Base verstecken, weil ich alles zugemacht habe. So, also, gegen Ork baue ich jetzt auch Sorceress und Priests und Level 2. Und ich bin noch nicht Level 3. Ich mach mal das Tier. Hier rüber. So, er ist dabei. Gut, also Arkane Sankten sind gleich fertig. Mantel der Intelligenz. Gebe ich ja ganz gerne dem Mountain King, ehrlich gesagt. Erst die Matko nimmst, ne? Ne, beziehungsweise jetzt erst den. Okay, nichts verlieren. Wir haben gleich Priest, damit alles wieder hochgeheilt. So, Priester ist am Start. Okay. Bei der mache ich das aus. Okay. Du hast gerade keine Ahnung, was er macht, ne? Ich habe mein Tier auf dem Weg. Ah, okay. Natürlich. Mein Tier ist auf dem Weg. Okay. Ah, okay. Er baut einen Turm. Er hat einen Turm. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, dass er nicht super aggressiv sein wird, wahrscheinlich. Aber ich brauche Level 3 unbedingt. So, was sagt mir mein Tier? Er hat einen Shop. Nicht so mega überraschend. Und jetzt passen wir aber auch bitte ein bisschen auf Supply. Und machen jetzt lieber erstmal das Upgrade. Unverwundbarkeitstrank, das ist gut. So, wir sind Level 3. Ich würde sagen, wir greifen an. Claps vielleicht sogar. Also, ich gebe mal dem Archmage den Trank und hab mit meinem Zwerg... Oh, attackt auf T3. Oh, das könnte ein richtig guter Angriff werden.
Wenn ich direkt sein Turm zerstöre. Oh, der hat ganz viele von den Sperrkollegen. Okay. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Bewegung! Oh, da wäre Klepp eigentlich ganz gut gewesen, glaube ich. Sag das Zauberwort. Befehle? Ja, mein Freund. Gebt mir was zu tun. Ei! Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Ganz raff ich es gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist wichtiger. Okay, das ist auf jeden Fall der echte. Bam! Ja, ich habe auch einen Unverwundbarkeitstrank, mein Lieber. Okay, aber der darf jetzt nicht sterben. Aber der muss sterben. Naja. Na, so schlimm war das doch nicht. Das war doch ein guter Kampf. Aber was baut man gegen die Speerwerfer? Ich greife an. Komm, den mach ich fertig. Kein Problem. Der hat nix. Der hat eine Crap-Werf. Okay, das sind Illusionen. Der hat doch nix. Aber der ist T3. Der will irgendwas super krasses bauen wahrscheinlich. Aber dazu lasse ich es nicht kommen. Dazu lasse ich es nicht kommen. Oh, da sind seine Super-Berserker. Ah, soll ich den Turm weiter fokussen oder nicht? Ah, das ist schwer zu sagen. Das sind alles sehr, sehr schwere Fragen. Ah, shit. Shit. Shit, shit, shit. Unser Held ist gefallen. Ist jemand verletzt? Wie ihr denn? Ah, die greifen alle die Illusionen an, weil das alles Idioten sind. Es ist mehr Gold erforderlich. Mann, warum greifen die Illusionen an? Boah, ey, dieser Stun. Holy crap, ist dieser Stun krass. Dieser Stun ist so heftig. Komm, lass erstmal den Quatsch hier kaputt machen. Welcher ist der echte? Ist das der echte? Da ist keiner echt jetzt gerade, glaube ich. Oder? Welcher ist echt? Ich glaube, da ist keiner echt. Okay, der ist echt. Ah, die greifen alle die Falschen an. Ach Mann, ja, das macht keinen Spaß so. Das ist albern. Vor allem, ich glaube, ich hätte sogar auch Dispel gehabt. Dann hätte ich den einfach dispellen können. Ach komm. Ach shit. Ach shit. Ah Mann, ich hätte die einfach dispellen können, die Illusionen. Da bin ich nicht draufgekommen. Kommt der hier mit seinem scheiß Mirror-Image, ey? Was ist das denn hier, 2004? Und? Nun macht schon. Okay, wir dispellen das jetzt einfach. Aber was mache ich gegen diese... Was darf sein? Gegen die Speermeister? Ich glaube, da sind... Also, da sind Breaker schon gar nicht so schlecht. Eigentlich schon, da habe ich mir auch gedacht. Die nehmen reduzierten Schaden, machen zusätzlichen Schaden... Nicht die größten Damage-Dealer, aber ist schon okay. So, und ich brauche vor allem Tränke. Das ist immer mein größtes Problem. Ist so ein bisschen die Frage, was sein Follow-up ist, weil... Ja, er hat ja auf T3 getaggt. Ja. Was ist das? Das weiß ich noch nicht so ganz, was das wird bei ihm. Aber okay. Nächster Kampf wird besser. Du weißt jetzt, du kannst dispellen. Ja. Läuft. Ich brauche vor allem noch einen zweiten Trank. Und habe ich meinen Waschbär noch? Nee, mein Waschbär ist im Eifer des Gefechts draufgegangen. Okay. Weiter geht's. Der. So, ich guck mal, ob er eine Extra hat, weil irgendein super Special Tactics Bullshit wird da hundertprozentig dahinter sein. Eine Echse. Das ist wahrscheinlich das ganze Geheimnis.
So, Priests können dispellen. Die schlafen, das ist okay. Der ist Level 2, Level 3. Na gut. Die haben beide einen Trank, keinen Mana-Trank. Ahaha, hallo. Okay, das ist aber der echte gerade, ne? Wow, Jesus, Level 6? What the fuck? Okay. Wer ist jetzt echt? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Wer ist jetzt echt? Der linke oder der rechte? Beide nicht. Brauch mehr Priest. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Ihr braucht meine Hilfe. Nun macht schon. Boah, vor allem, ich hab dem seinen ganzen Blattlast geklaut, ey. Blattlast und Trinkets an, würde ich sagen. Jetzt kommt mal richtig DPS. Tja, war wohl nichts mit Special Tactics. Okay. Okay, das läuft doch nicht so schlecht. Das läuft doch alles nicht so schlecht. Jetzt kommt er wieder. Es sind immer noch zwei, aber es können ja nicht zwei echt sein. Ich hab keinen Mana mehr. Ich check's gerade nicht. Ich hab keinen Mana mehr, leider. Okay, Clap. Bam! Na, das war nicht so gut. Weiß nicht, ob das so gut war. Schieß! Wirf doch deinen Teil! Oh, Mann! Ja, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Immer diese scheiß Waypoint-Fails. Reg dich nicht auf, das läuft doch alles gut. Okay, Dispel. Der ist echt. Das ist der echte. Ja, das läuft wirklich ja nicht so schlecht. Hab kein Mana. Wie viel fehlt? 75. Oh, das geht gleich! Bam! Yes! Yes! Das hat doch funktioniert! Jawohl. Niemals yes. Aufgeben! Ich war nicht davor! Sehr schön. Ich sag mal so, die Stimmung droht zu kippen. Ja, das ist richtig, ja. Du bist dein überragender Mental Coach. Ey, vielen Dank. Hat. Das stimmt. Wow. Ah, das war schön. Das war schön, Jesus. Weil du während des Spiels sehr viel selber gesehen hast, was falsch läuft und mit so einem kleinen Schubser ja. Das alles auch selbst korrigiert hast. Mhm. Vielleicht gut. Dankeschön, das stimmt. Also die Priests mit Dispel war wichtig, aber Mirror Image, ist das neue Meta? Nein. Nein, also ich weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, gegen Noobs einfach auch eine gute Strategie. Ja. Weil die fressen also so viel Schaden. Beim zweiten Fight, glaube ich, vor seiner Base, da hast du da drauf gekloppt, ne, als gäbe es keinen Morgen mehr so. Auch die restliche Army komplett ignoriert, Hauptsache Damage auf die Illusions, das war schon schön. Aber ja, hätte er mal zugehört bei uns, dann hätte er gewusst, dass Spellbreaker Bloodlust klauen. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Warum macht er das? Der war nicht so schlau von dem, sag ich mal. Aber muss er mehr Rocket Beans gucken. An sich die Idee ist nicht so schlecht, ne? Also du baust ganz viele Headhunter, die hinten Schaden machen und vorne saugen die Illusionen Schaden auf. In der Theorie, aber gegen brillante Taktiker bringt das natürlich gar nichts. Absolut richtig. Auf dem Reißbrett haben wir den fertig gemacht quasi. Total. Sehr schön. Klappt doch. Ist so. Hast du noch ein Feedback? Was habe ich falsch gemacht? Ansonsten ist so alles. Passt da alles. Ja, also mit Mountain King würde ich mittlerweile seit dem vorletzten Patch immer auf Clap gehen, weil es einfach überkrass gut. Immer auf Clap. Ja, also ich finde Bash ist halt das
Ding bei Bash, so, halt, du kannst nicht kontrollieren. Sorry, du meinst Clap statt Bash. Ja, genau. Ja, ja, nicht genau. Clap statt Bolt, okay. Mhm. Weil du kannst Bash nicht kontrollieren, ist einfach random. Mhm. Und bei Clap und Bolt kannst du immer noch sehen, so will ich jetzt Schaden machen gegen die gesamte Armee, dann nehme ich Clap. Will ich Schaden machen auf ein Ziel, dann nehme ich halt Bolt. Ja. Aber Clap ist schon richtig gut. Wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass du dein Archmage auf Blizzard skillst, dann ist Clap immer doppelt geil, ja, weil das slowt halt, dann kannst du die nicht rausmoven und so. Das ist eine gute Kombination. Ich finde Clap überragend gut. Alles klar. Ja, okay, ja, stimmt. Ich versuch's mir mal anzugewöhnen. Außer ich habe wirklich super, muss wirklich super viel Fokus. Aber Bolt und Clap mache ich. Du musst weg, habe ich gehört. Ja, ist sehr traurig. Ich muss jetzt auf ein Konzert und Spaß haben. Ach Gott. Ist Katie Melua in der Stadt? Nee, ich gucke Nathan Gray, der sehr Frontmann gut von Boys It's Fire. Sehr weltbekannt. Schön. Werde ich viel Spaß haben. Morgen gehe ich zu Scooter. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde es immer so gut, dass man so kleine Schnipsel von deinem Privatleben mitbekommt. Nicht viel. Ja. Man weiß nicht, was du arbeitest, was du so nachts machst, aber man weiß, dass du viel auf Konzerte gehst. Ist da auch gut. Das ist korrekt. Ansonsten schaut euch ganz viel Back to Warcraft an. Du hast gerade wieder ganz viele interessante Spiele gecastet, die alle hochgeladen werden, nehme ich an. Viele gute Spieler. Schaut euch das alles an. Ansonsten vielen Dank an Jannis natürlich, dass du wieder dabei warst und mentaler Coach warst. Und ich freue mich auf nächste Woche. Oh, da ist Gamescom. Ich glaube, da fällt's aus. Oh. Ich glaube, da spielen wir gar nicht. Da ist Gamescom. Es sei denn, wir spielen von der Gamescom. Dann können die 12 Leute, die sich das angucken, auch mal persönlich vorbeigucken und jubeln. Aber mal gucken. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich schreibe dir und informiere euch ansonsten. Vielen Dank und hau rein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf dem Konzert. Mach's gut. Jo, viel Erfolg noch. Tschüss. Ciao. Machen wir Werbung oder können wir direkt ins nächste Spiel starten? Geht weiter. Komm, los geht's. Ich bin drin. Glaubst du, so viel habe ich noch nie gewonnen. Es liegt auch ein bisschen, glaube ich, am Mauslag tatsächlich, dass die letzten Spiele nicht so gut funktioniert haben. Aber ansonsten, ich baue einfach immer einen arkanen Turm. Gegen den ganzen Quatsch. Das, was sich am meisten rausreißt, ist meine eigene Psyche, meine eigene Panik, meine eigene Orientierungslosigkeit. Und deswegen tue ich mir, glaube ich, einen Gefallen, wenn ich so ein bisschen Sicherheit baue, ein bisschen arkane Türme. Funktioniert das schon ganz gut. Mirror Image ist gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, Mensch, Cheese Factory. Sind wir am Start schon wieder gegen Mensch. Aber das kriege ich hin. Ich glaube, wir sind diesmal blau gegen gelb. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe für mich. Farbenblind. Aber kriegen wir hin. So, wir sind auf Echo Isles. So, die Ansage ist natürlich Fast Exe, ja oder nein. Was kann man da machen? Und ich bin gespannt. Meine Strategie wird sein, möglichst schnell T2 zu gehen natürlich. Bereit zur Arbeit. Breaker zu bauen, die sind immer gut gegen alles eigentlich. Und ich baue einen Scouthof natürlich. Fuck, verschrieben. Bereit zur Arbeit. Ey, da schnellen die APM nach oben. Gut, also, was ist unsere Strategie? Ich würde sagen, wir machen das Söldnerlager zuerst. Weil das ist mir lieber als... Na, obwohl ich glaube, die Goldmine ist tatsächlich auch einfacher, ne? Mir geht's ja erstmal gar nicht so sehr... Ja doch, nee, wir machen die Goldmine. Natürlich, der Weg ist lang und Milizen halten nicht mehr so lange, aber das sollte auch ausreichen. Wichtiger ist mir tatsächlich die Creep-Stärke, gar nicht, was ich da jetzt frei creepe. Gut, also, das ist eins. Ich werde bis zum nächsten Mal echt mal die Steuergruppen eintrainieren. Das ist natürlich schon tief im Blut. Ich habe das sogar mehr oder weniger so auf Age of Empires übertragen. Zumindest was die Gebäude angeht. Weil man das einfach so gut im Gefühl hat. So, jetzt hier nicht in die laufen. Und bald den nächsten Hof bauen. Hof nicht vergessen. Okay, bis jetzt läuft alles gut und gleich kommt der. Wir haben die ganzen Milizen am Start und los geht's. Befehle? Ja, mein Lenzer. Wir gucken in der Zwischenzeit mal, was er so drauf hat. Gar nichts. Was ist es diesmal? Was ist? Nun macht schon. Mehr Arbeit? Ich kann's kaum erwarten. Okay, er creept grün.
Bau doch Höfe. Was? Ja, mein Lord. Nun macht schon. Ja, mein Lord. Was ist das Fehler? Okay, die kommen zurück. Werden angegriffen. Was ist? Richtig. Oh, wir sind super sneaky. Wir sind sneaky und wir pullen die. Oh, habe ich die gepullt? Nein, ah, oh, das wäre gut gewesen, hätte ich ihn direkt creepjacken können. Aber manchmal auch nicht übertreiben. So, gleich haben wir... gleich haben wir T2 Tech. Und wenn er dann nicht angreift, dann würde ich sagen, dann machen wir das einfach nochmal und holen uns das Söldnerlager. Oder? Sounds like a plan. Und zwar mit denen. Okay. Und dann haben wir ja die goldene Regel. Orange, orange, grün. Heißt. Level 3. Und? Was ist es diesmal? Ja, mein Lord. Was ist? Nun macht schon. Ja, mein Lord. Oh, surround, surround. Richtig. Was? Shit, der wird sterben wahrscheinlich. Yep. Ja, mein Lord. Naja. Perfekt. Ja, mein Lord. Der Rest überlebt. So, wir brauchen natürlich auch... Oh, jetzt kommt er. Ja, mein Lord. Shit. Arbeit ist vollbracht. Aber wir sind Level 3. Das kann jetzt der Unterschied sein. Wer hat die besseren Wasserelementare? Ah, fuck, ey, da tötet er dir. Ah, da laufen die direkt rein. Oh nein, das ist schlecht. Das ist ultra schlecht. Mann, immer dieses Timing-Ding. Da rafft er es auch einfach besser als ich. Und? Was braucht ihr? Was ist es diesmal? Befehle? Ihr braucht meine Hilfe? Perfekt. Kannst kaum erwarten. Was auch immer. Sag das Zauberwort. Ach, jetzt haut er ab. Aber ich habe die besseren... Ich habe die besseren Wasserelementare. Ich glaube, das kann schon was bedeuten, oder? Was braucht ihr? Richtig. Nun macht schon. Naja. Was ist es diesmal? Wer weiß, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Ihr braucht meine Hilfe? Okay, wir machen hier weiter. Nicht nachproduziert während der Zeit. Ganz bitter. Ist natürlich eh die Frage, wie wichtig jetzt überhaupt noch Footmen sind. Aber ich glaube, das lief ganz okay. Und ich brauche mehr... Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ey, wenn die ganzen... Nee, es lief überhaupt nicht okay. Ich habe riesen Verluste gemacht, weil ich fast alle meine Dorfwohner verloren habe. Daran denke ich immer nicht. Es war katastrophal eigentlich. Wir versuchen das noch zu creepen, ohne was zu verlieren. Ansonsten... So, Burg ist da, aber wir haben überhaupt kein Holz. Das hat er natürlich jetzt gut gemacht. Perfekt. Dass er mir das ganze Holz weggenommen hat. Perfekt. Was ist es diesmal? Ja, mein Lenzer. Ah, das könnte jetzt auch wieder eklig werden. Okay, also wir brauchen erstmal den für 100. 100 Holz ist das nächste Ziel. Hier bitte nichts verlieren mit diesem Gift. Okay, nichts verloren. Level 4. Okay, jetzt heilen. Und jetzt brauchen wir halt Holz, ne? Holz wäre jetzt geil. Okay, aber 100 Holz haben wir gleich. So, und die Frage ist, ob er jetzt äxt. Weil... Ich glaube, es wäre gar nicht so dumm, jetzt zu äxen, weil er sich denkt, ah, okay, ich habe einen kleinen Erfolg erzielt, ich bin vorne, jetzt versuche ich meinen Vorsprung auszubauen. Ich glaube, ganz so viel brauchen wir doch nicht. Und ich versuche jetzt aber erstmal auf Arkane Sankten zu gehen. Und brauche... Also 140 kostet das. Mal gucken, ich schau mal, ob er eine Echse hat. Ach, ich habe ultra viel Holz wieder. Ultra viel Gold. Mehr Arbeit?
Aber jetzt haben wir auch, glaube ich, genug für ein erstes Arcanes Sanctum. Ja, mein Lord. Nun macht schon. Aha. Was ist das? Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, auch meine Hilfe. Was auch immer. Ich kann es kaum erwarten. Oh, Jesus, Leute, Mann. Bin ich auch leider eingebaut, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich jetzt eingebaut. Nee, bin ich gar nicht. Okay, passt schon. Naja. Ist okay. Ist okay. Clap. Ich mach mal Clap wieder. Und dip, dip, dip. Die Frage ist, baut er da jetzt auch eine Echse oder nicht? Schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Ob er das jetzt nur freigecreept hat und es reiner Zufall war. Oder ob er sich wirklich die Echse holt. Ich glaube, er holt sich die Echse. Wenn dann lieber früh, weil sobald die Türme mal stehen, wird es super schwer. Das wissen wir alle. Warum klappt das mit dem Bauen nicht? Ist das hier von ihm? Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, eher einfach Dr. Hero Focus. Ja, was soll ich denn da machen, Mann? Da kann ich nichts machen. Ja, das war's. Da habe ich keine Chance mehr. Ich glaube nicht, dass da noch was geht. Oh Mann, das hat mich so zurückgeworfen mit den Arbeitern. Ey, das ist immer so ein Timing-Ding einfach. Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Da lass uns doch lieber noch ein Spiel spielen. Ja, das war's. Schade. Ah, das ist echt immer hart, ey, wie die Arbeiter zu verteidigen. Wenn man der gerade angreift, während die zurückdackeln, ist halt super ätzend einfach. Da weiß ich auch echt nicht, was ich machen soll. So, 19 Uhr ist verflixte Klick. So, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ist halt ein schnelles Spiel, ne? Ist ein schnelles Spiel, ist ein Speedspiel. Vielleicht kriegen wir das hin, 15 Minuten. Ansonsten müssen wir einfach abbrechen. Ja, es war eine Niederlage. Ich habe das durch meinen Scouthof eigentlich auch gesehen. Ich hätte dann auch einfach die Arbeiter zurückziehen sollen. Ich habe auch nicht reagiert. So, Nachtelf 17. Nachtelf hatten wir heute noch gar nicht wieder Echo Isles. Doch, ich glaube, wir hatten Nachtelf auf jeden Fall. Das heißt, wieder Rifle am Start. Und wenn es der Keeper of the Grove ist, dann, ja, dann ist es schwierig. Aber kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. So, die Frage ist jetzt wieder, was machen wir? Creepen wir zuerst? Goldmine oder Söldnerlager oder Grün, gehen wir auf Nummer sicher. Mhm. Also Goldmine hat mir schon mal wesentlich besser gefallen als Söldnerlager, einfach weil es einfacher zu killen ist. Aber du hast halt diesen ewig langen Weg, wo die Dorfbewohner einfach super verwundbar sind. Aber ich weiß auch nicht, wie relevant das ist. Weil da muss er schon ein sehr gutes Timing haben. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt nochmal, es sei denn, er scoutet jetzt wirklich so aggressiv, dass ich davon ausgehen kann, dass er auf jeden Fall nicht angreift. Ich kann ja auch selber scouten, weil Night Elves machen das ja oft, dass sie mit diesem Irrtum des Krieges creepen. Und das dauert ja auch seine Zeit und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich in Ruhe selber creepen kann. Na gut. Ah Mann, das ärgert mich. Immer diese Dorfbewohner. Ich habe jetzt echt ein paar Spiele dumm weggeworfen, weil einfach Dorfbewohner gestorben sind. Weil ich mich dann auch einfach nicht drum kümmere, so, weil ich die dann auch nicht wegziehe. Ich meine, der hat ja nicht mehr Clap oder irgendeine AE, der hat die einfach kaputt gemacht. Ganz normal. So einfach ganz normal von Hand kaputt gemacht. So, und jetzt gegen Night Elf kein. Ah doch, da ist er. Guck mal, da ist er. Ja, der will direkt Stress. Der hat direkt Bock auf Stress einfach. Ah, will der mich creepjacken?
Ja, komm, dann lieber safe, lieber auf Nummer sicher. Und dafür bauen wir einfach einen sicheren Hof. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Einsatzbereit. Was? Es ist manchmal die langweilige Variante, das sehe ich schon auch ein, aber manchmal muss das eben auch sein. Ah, okay, Warden. Oh, die ist super krass im Harassen. Ich glaube, das war fast die richtige Entscheidung. Und ich kann dann auch schneller T2 taggen. Okay. Warden ist halt einfach brutaler Hero-Fokus, das, was ich am meisten mag. Und sie hatte jetzt einen Bogenschützen. Ja, die wird wahrscheinlich direkt hier Stress machen wollen. Okay, ich bleib bei grünen Creeps. Ich bleib beim sicheren Creep. Und ich baue mal erst einen Shop und dann baue ich die Schmiede. Okay, noch kommt er nicht. Was? Noch kommt er dann doch nicht. Es ist mehr Gold erforderlich. Nun macht schon. Da creept ja auch irgendwas Abgefahrenes. So, was mache ich jetzt? Es gibt kein weiteres Greens Camp mehr, das ich creepen kann. Ich bin aber auch noch nicht Level 3, um anzugreifen. Dann mache ich jetzt mal den hier. Ach, das ist jetzt echt ein Zeitfenster, wo ich sehr unsicher bin, was ich machen soll. Was ist es diesmal? Was? Naja, gut, wir gucken mal einfach mal. Also ich sehe ja mit meinem Scouthof ein bisschen in die Zukunft. Okay. Kann das Gewölbe fertig? Jetzt brauchen wir die Schmiede fertig. Währenddessen nicht sterben, bitte. Okay, der ist down. Okay, ich habe nichts verloren. Aber irgendwie die Schmiede geht nicht voran. Okay, doch gleich. Die Schmiede dauert einfach lange. Okay, es ist niemand gestorben. Das ist so gut. Aber hat auch nicht angegriffen. Jetzt sind wir Level 3. Und jetzt können wir gleich ein paar Riflemen bauen. Jetzt heilig hoch. Nimm den ersten Rifleman und greif an. Wir sammeln uns mal ganz in Ruhe. Und weiter Höfe bauen. Ah, da kommt doch was. Okay, Archer. Es ist, glaube ich, nicht so gut, dass ich Rifle habe, oder? Okay, Burg ist fertig. Okay, let's go. Sag das Zauberwort. Was ist es diesmal? Oh, da kommt der Dolchfächer, glaube ich. Oder? Habt ihr Ziel? Was ist es diesmal? In den Kampf. Geladen und in Sicherheit. Was ist es diesmal? Was braucht ihr? Ich bin euer Schütze. Nee, das geht doch. Habt ihr Ziel? Das geht doch. Eis hier. Ach, ich war jetzt erst Level 3. Sag das Zauberwort. Was braucht ihr? Was ist es diesmal? Befehle? Ja. Tja, jetzt steckst du fest! Nein! Oh nein, das wäre so gut gewesen. Habt ihr ein Ziel? Die ist aber echt schon mutig, muss man sagen. Ja, easy. Überhaupt kein Problem. Okay. Ah, das ist natürlich cool. Da baue ich jetzt auch das. Okay, lief aber nicht schlecht. Lief aber nicht schlecht. So, jetzt weiter. Und ich baue. Nee, ich baue ein Arcanesamtum für Breaker. Weil ich einfach mal alle Klischees glaube, die ich so im Internet lese. Und denke, dass der Bären geht. In der Zwischenzeit creepe ich das hier mal frei. Ich weiß gar nicht, ob Riflemen so gut sind gegen Archer, aber der wird ja auch nicht den Rest seines Lebens Archer bauen. Oh, der baut vielleicht die diese Hypogreifenreiterin. Die sind jetzt auch besser geworden. Wo
ein Archer auf den Hypogreifen steigt. Aber auch dagegen sind meine Riflemen eigentlich ganz gut. Von daher. Alles in Ordnung. So, gibt's was Geiles hier? Ja, Mana-Kapazität ist auch gut. Okay. Dem würde ich das sogar direkt geben. Hallo? Mana-Kapazität. So, 375 Mana, 90 Mana. So, wir kaufen jetzt noch eine Heilrolle. Und dann würde ich sogar mal angreifen. Weil wir haben guten Clap, wir haben einige Claps, die, glaube ich, ganz gut sind. Und wir müssen tatsächlich auch das Spiel in 6 Minuten beenden. Deswegen müssen wir hier angreifen. So, Reichweiten-Upgrade ist da. Oh nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe den Heiltrank genommen, anstatt die Heilrolle. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Alles im Rahmen des Möglichen. So, ich brauche eine gute Clap-Position. Ich muss schön die Elementare beschwören und ich muss Fokusfeuer machen. Und dann haben wir das im Sack. Okay, der baut hier diese Kollegen. Das versuchen wir zu verhindern. Oh, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist gefundenes Fressen. Okay, ey, wenn der kaputt geht, das wäre mega gut. Das wäre unglaublich gut. Yes, okay. Gleich den nächsten. Oh, was haben wir denn hier? What? Oh nein, oh nein. Oh, das tut mir jetzt echt ein bisschen leid für ihn, ehrlich gesagt. Oh, das tut mir echt ein bisschen leid. Sorry. Oh nein, das tut weh. Manchmal laddert man einfach und dann trifft man so einen Florentin. Wo man einfach weiß, er könnte es vielleicht. Er könnte es vielleicht besser, aber er hat leider einen Missklick gemacht. Er hatte leider seine Steuergruppe falsch. Und manchmal tut es auch weh, gegen einen Florentin zu gewinnen. Manchmal ist es einfach kein schönes Gefühl, muss man auch ganz ehrlich sagen. So. Sehr gut. Perfekt. Noch ein Spiel reinbekommen. Das heißt, wir sind mittlerweile, glaube ich, mit unserem Profil auf 48% Siege. Naja, das ist nicht so ganz ideal. Aber ist nicht ganz so schlecht. Stufe 11. Ich glaube, da waren ein paar schöne Spiele dabei. Ich möchte euch nichts in den Mund legen, aber falls ihr noch ein bisschen Linkin Park Musik rumliegen habt, dann macht mal ein geiles Skill-Video. Das wäre, glaube ich, mein größter Traum, ein Warcraft 3 Skill-Video über mich zu haben. Aber vielleicht dauert es nur 13 Sekunden lang. Man weiß es nicht genau. Aber ja. Gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde die Steuergruppen mal einlernen. Das wird, glaube ich, ein Riesenumstieg werden. Da muss man echt nochmal bei Null anfangen. Weil allein dieses, wenn du die Armee bewegst, dieses 2-Klick, 3-Klick, das hat man so im Blut, um die ganze Armee zu bewegen. Und daraus muss werden 1-Klick, 2-Klick, 3-Klick. Da werde ich hier eins wahrscheinlich oft vergessen. Da muss man nochmal ganz von vorne anfangen. Aber ich hab auch nochmal das Banjo gelernt mit 26 und mit 28 wieder verlernt. Also kriege ich das auch hin. Nochmal komplette neue Steuergruppen zu lernen, das sollte eigentlich möglich sein. Ansonsten haut immer in die Kommentare auch gerne, was ihr gerne lernen wollt. Also falls ihr Theoriefragen habt zum Thema, was euch Jannis erklären soll. Also wie sieht es aus mit den Rüstungssorten, haben wir schon mal gemacht. Wir haben gemacht mit dem Supply. Wie ist es mit welchen Heldenfähigkeiten, wogegen, was ist eigentlich Meta, was bedeuten diese ganzen Begriffe, die ihr die ganze Zeit verwendet. Falls ihr irgendwas da nicht versteht und von Jannis erklärt haben möchtet, dann schreibt das in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Verflixen Klicks, mit der interessanten Quiz-Comedy-Rateshow von Lars Paulsen und ich werde gleich rüberwetzen. Wo ist denn Verflixen Klicks, wenn ich mal fragen darf? Ist in der Gaming Area? Ist in der Gaming Area und die ist auch klimatisiert. Das ist doch perfekt, da kann ich mich richtig abkühlen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Abend. Wir sind jetzt eigentlich direkt gleich wieder nach der Werbung, wenn ich jetzt rüber wette. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Uhr stellen, ob ich es schaffe. Ich muss Treppe runter, rüberlaufen, 3 Treppen hoch. Das kann eine Weile dauern. Das kann eine Weile dauern. Ich glaube, ich schaffe es unter 3 Minuten. Und falls ihr noch Probleme habt mit Mauslag, schreibt das. Wir haben mittlerweile herausgefunden, wie wir das lösen können. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und es ist richtig gut. Es ist richtig viel besser ohne Mauslag. Von daher, niemand muss unter Mauslag leiden.
Dann verabschiede ich euch jetzt mit diesem schönen Bild von Marco Giesel, wie er von den Verantwortungen dieses Lebens Reiß ausnimmt und sich effektvoll duckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!